sagen, ich freue mich, dass ich so viele Leute hier begrüßen darf. Mein Name ist Hako Ladippel. Ich bin Sprecher des hiesigen Stadtverbandes und der Direktkandidat für den Wahlkreis 5 und darf Sie im Namen des Landesverbandes, des Kreisverbandes Waldeck-Frankenberg und natürlich von unserem Stadtverband Volkmarsen, der AfD, recht herzlich zu dieser Wahlversammlung, Wahlkampfveranstaltung begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich natürlich unsere drei Hauptredner, zum einen Herrn Steffen Königer, Mitglied des Landtages in Brandenburg und Beisitzer in unserem Bundesvorstand. Zum zweiten wird nachher zu uns sprechen live Erik Holm, Mitglied des Bundestages. Und natürlich einer unserer hessischen Kandidaten, und zwar unser Spitzenkandidat Dr. Rainer Rahn. Andreas Kalwitz, den Sie auf den Plakaten sehen konnten, hat leider vor ein paar Tagen abgesagt und wird heute nicht zu uns sprechen können. Begrüßen möchte ich ausdrücklich die örtliche Presse. Vielen Dank, Herr Schulten, dass Sie sich die Zeit genommen haben und in gewohnt fairer Weise berichten werden. Und natürlich darf ich unsere Listen- bzw. Direktkandidaten, die hier auch unter uns weilen, nicht vergessen. Ich hoffe, dass ich keinen vergesse. Wenn ich das tue, mache ich es nicht absichtlich, sondern weil ich nicht alle gesehen habe. Zum einen ist es meine Frau, Claudia Papst-Dippel, auf Platz 13 der Landesliste. Zum anderen Herr Stefan Ginder, der Direktkandidat im Wahlkreis 6. Volker Richter, auch ein Listenkandidat, Nummer 1. Dann ist Florian Kohlweg, Direktkandidat in Kassel-Land, anwesend. Und ich habe auch schon Manfred Mattis aus Kassel-West als Direktkandidat begrüßt. Sie sehen, meine Damen und Herren, die AfD hat tatkräftiges Personal, das den momentan im Landtag vertretenen Parteien gehörig Angst einjagt. Kennen Sie sogenannte Angstbeißer? Das sind Hunde, die in die Enge getrieben aus lauter Angst zubeißen. Und so verhalten sich aus meiner Sicht im Moment die ehemals großen Parteien bzw. deren Hauptakteure. Ja, und zu guter Letzt meiner Begrüßungsveranstaltung begrüße ich auch noch die Spezialdemokraten, die Intoleranten und Gefährder der Meinungsfreiheit, die draußen vor der Tür so ein bisschen Krach machen gerade. Gestatten Sie mir noch ein paar Sätze zur Organisation. Falls Ihnen unterwegs im Laufe der Redner, diese drei Redebeiträge, ein paar Fragen einfallen, notieren Sie die bitte auf eine bereitliegende Karte. Draußen auf dem Tisch, unter diesem kleinen Pavillon, liegen solche Karten bereit. Schreiben Sie die Frage drauf, an welchen der drei Redner Sie die stellen wollen, und werfen Sie die in die kleine Box, die daneben liegt, ein. Wir können das dann so ein bisschen sortieren und hinterher die Fragen dann beantworten. Wir machen das so, auf diese Art und Weise, um ein bisschen Zeit zu sparen, die uns nicht zur Verfügung steht. Ja, wir stehen so ein ganz kleines bisschen unter Zeitdruck, weil einige von Ihnen noch einen ziemlich langen Nachhauseweg haben und wollen die Veranstaltung so etwa um 17:45 nachher beenden. Und wie Sie gemerkt haben, steht vor Ihnen auf dem Tisch Kaffee und Kuchen bereit. Hinten ist noch ein bisschen, sind noch ein bisschen Kaltgetränke zur Verfügung. Dazu sind Sie recht herzlich eingeladen. Aber als notorisch unterfinanzierter oder chronisch unterfinanzierter Kreisverband wären wir natürlich dankbar um eine kleine Spende in die bereitgestellten Spendenbüchse. Meine Damen und Herren, eine ganz kurze Info zu meiner Person. Bis vor 5 Jahren war ich einer jener politikerverdrossenen Menschen, die es leider immer noch recht viel gibt. Ich habe zwei Hobbys, die mir sehr viel Freude bereiteten und immer noch bereiten. Ich baue Kajaks und fahre damit aufs Meer
und zu Hause wartet ein großer Garten auf mich, den ich zusammen mit meiner Frau pflege. Aber seit 5 Jahren engagiere ich mich ziemlich in der AfD, weil hier eine Bewegung bzw. Partei entstanden ist, von der ich hoffe, dass sie einige oder wahrscheinlich sogar die meisten der anstehenden großen Probleme bundesweit, landesweit, aber auch hier auf der Ortsebene besser lösen kann als die Altpartei. Und sie tut es auch, meine Damen und Herren. Schauen Sie nur einige Male die Reden im Bundestag an. Seit einem guten Dreivierteljahr, fast einem Jahr inzwischen, kann man sehen, was die AfD leistet. Oder verfolgen Sie die Äußerungen der Konkurrenz in Anführungszeichen hier in Hessen. Es spricht daraus die pure Angst, dass der Wähler vielleicht doch vernünftig ist und anders wählt als CDU, SPD, Linke, Grüne sich das vielleicht vorstellen. Die kürzlich von der CDU begonnene Diffamierungskampagne ist ja ein deutliches Indiz für diese Angst. Und wenn man in die Wahlprogramme, die aktuellen Wahlprogramme der Parteien schaut, reibt man sich auch verwundert die Augen. Manches klingt so, als ob es nur mühsam anders formuliert wäre und als in unserem Programm. Das, was die anderen zurzeit plakatieren, ist doch auch wieder ein typisches Beispiel dafür, mit welchen Floskeln der Wähler eingelullt werden soll. Zum Beispiel die CDU. So viele Lehrer wie noch nie. Ein frisch gebackener Lehrer, der neulich mit mir im Auto unterwegs gewesen ist, auch betroffen von der sehr sozialen Art der Regierung, Lehrer im Moment nur für ein Schuljahr einzustellen und dann wieder zu entlassen, um 6 Wochen Gehalt zu sparen, der wäre fast aus dem Auto gesprungen, um das Plakat aus dem Auto von der Laterne zu reißen. Ja, es gibt natürlich rechnerisch so viele Lehrer wie noch nie, das stimmt, also es ist nicht gelogen, aber es sind nicht die richtigen, und wenn, dann auch an den falschen Stellen. Wir brauchen keine Sozialpädagogen oder Erzieher an den Schulen. Nein, in den Schulen sollen Kinder lesen, rechnen und schreiben lernen und in den weiterführenden Schulen Geschichte, Fremdsprachen und die Naturwissenschaften. Und Kinder, die an Regelschulen Probleme haben, müssen in spezialisierten Förderschulen gefördert werden. Und Erziehung ist das ureigenste Recht, aber auch die Pflicht der Eltern. Ganz aktuell, ein anderes Thema, treibt ja der sogenannte Dieselskandal und das Urteil zu den Fahrverboten in Frankfurt und Wiesbaden und Hamburg natürlich auch und anderen Städten die Wähler hoffentlich in Scharen zu uns. Die Große Koalition in Berlin und die Hessische Landesregierung versuchen zurzeit den Schaden für ihre Parteien einzugrenzen. Meine Damen und Herren, ich sage ganz bewusst Parteien, weil es geht nicht um den Bürger, dessen fast neues Dieselauto von einem zum anderen Tag praktisch entwertet wurde. Und es geht auch nicht um die Gesundheit von irgendwelchen Anwohnern an vielbefahrenen Straßen. Die maximale Konzentration von Stickoxiden am Arbeitsplatz beispielsweise darf 20 Mal oder etwas mehr als 20 Mal größer sein als der geforderte Grenzwert, der aus den Autos kommen darf. Und wenn Sie zu Hause mit Gas kochen oder vielleicht sogar echte Kerzen an Weihnachtsbaum bevorzugen, dann schweben Sie in ständiger Lebensgefahr, weil da die Stickoxidkonzentration mehr als um das 100- bis 1600-fache höher sind als in unserer Atemluft in den Städten in vielbefahrenen Straßen. Ich beobachte hier so mit einiger Faszination, wie hier eine der wichtigsten Säulen unseres Staatswesens geschleift wird. Eine zweifelhafte Organisation klagt vor einem deutschen Gericht, das auf Grundlage bestehender gesetzlicher Vorgaben, Gesetze und Verordnungen, ein Urteil fällt, das kurz darauf, weil dummerweise Wahlen vor der Tür stehen, von der Regierung in Frage gestellt werden. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an meine Schulzeit, die liegt zwar auch schon eine ganze Zeit hinter mir, aber ich habe da was von Gewaltenteilung gehört. Gesetzgebende Gewalt, die im Parlament, die Legislative, die in Parlamenten arbeitet, die ausführende Gewalt, das ist die Regierung und die Exekutive, und die rechtsprechende Gewalt, die Gerichte, die wir haben. Die müssen in einem freiheitlichen Staatswesen sauber voneinander getrennt werden. Und wenn die Regierung jetzt versucht, irgendwelche Urteile wieder einzukassieren oder nicht als nicht so deutlich hinzustellen, ist das meines Erachtens nicht so ein gutes Zeichen.
Wenn die Grenzen nämlich zu sehr verschwimmen, dann kommen wir wieder in diktatorisch totalitäre Systeme, die wir hier auf deutschem Boden schon ein paar Mal hatten, und das müssen wir nicht unbedingt haben. Ich will diese Sachen um die Dieselkampagne nicht allzu sehr ausbreiten. Wir haben ja im Vorfeld zu dieser Veranstaltung eine Demonstration angemeldet und haben vorher hier ein bisschen unter dem Motto Diesel ist super demonstriert. Wenn Sie da noch nähere Informationen brauchen, sprechen Sie uns im Anschluss einfach an die Veranstaltung an. Wir können Ihnen dann noch weitere Informationen geben. Im Grunde genommen geht es ja eigentlich nicht um einen Skandal um den Diesel, sondern auf eine ganz andere Geschichte. Das ist aus meiner Sicht ein durchsichtiger Versuch bestimmter Kräfte, den leistungsfähigsten und saubersten Motor aller Zeiten zu diskreditieren. Und das unter Inkaufnahme des Verlustes von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen. Ein anderes Thema, meine Damen und Herren, am vergangenen Freitag war ich in Vertretung meines Kollegen Erik Markert, ach, ich habe vergessen, dich extra zu begrüßen, Erik, aus Marburg. Da war ich zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Windkraft im Wald und habe ihn da fleißig vertreten. Wie Sie vielleicht wissen, ist das mein Fachgebiet innerhalb der AfD und auch so ein bisschen, sagen wir mal, ein drittes Hobby, was ich noch habe. Seit mehr als 10 Jahren beschäftige ich mich mit der These des angeblich menschengemachten Klimawandels und der auf dieser Behauptung aufbauenden sogenannten Energiewende. Da beschäftige ich mich. Und den dazugehörigen Natur- und Umweltschutz, den kann ich quasi so nebenbei mit abdecken, weil ich das seit über 15 Jahren beruflich mache. Ich hatte dort auf dieser Veranstaltung zwischendurch 2 präzise Fragen gestellt, die mir aber von niemandem beantwortet wurden, während der ganzen 2,5 Stunden nicht. Erste Frage lautete, wie schützt man die zukünftige Wettervergangenheit? Die Grünen verfolgen ja mit geradezu religiösem Eifer den Schutz der zukünftigen Wettervergangenheit. Ich höre auch von Ihnen nichts. Das heißt, auch Sie müssen nachdenken, was ich damit meine. Denken Sie noch mal kurz nach, wie Klima definiert ist. Klima ist eine statistische Kenngröße, das ist quasi der arithmetische Mittelwert der vergangenen 30 Jahre von Wetterdaten. Und ich kann eine statistische Kenngröße, die in die Zukunft geht, also Klimaschutz für die Zukunft, Klimaschutzplan 2050, das geht nicht. Das ist, als ob ich einen arithmetischen Mittelwert vom Telefonbuch schützen wollte. Das ist illusorisch. Also es geht nicht. Funktioniert nicht, das kann man nicht. Das kann man nicht schützen. Wetter oder Witterung ist was anderes. Das kann dazu führen, dass im Moment irgendwo oder im vergangenen Sommer ziemlich viele Blumen vertrocknet sind oder ihr Rasen gelb geworden ist. Vielleicht sollte man bei dem religiösen Eifer, in dem das gemacht wird, den hessischen Sektenbeauftragten einschalten. Die zweite Frage, die ich während dieser Veranstaltung gestellt habe, die auch unbeantwortet geblieben ist, lautete, wenn man vom Erfolg der Stromerzeugung über die sogenannten erneuerbaren Energien, Wind, Wasser, Biogas oder Vollgas, wie ich immer zu sagen pflege, ausgeht oder wenn man davon überzeugt ist, warum führt man denn jetzt nicht nach 18 Jahren Zwangssubvention durch den Stromverbraucher, durch uns Stromverbraucher, Sie und ich, wir bezahlen den ganzen Unfug, nicht endlich die Marktwirtschaft auf diesen Sektor ein? Also 18 Jahre Subvention müssten eigentlich reichen aus meiner Sicht und dann könnte man zur Marktwirtschaft übergehen. Und das jetzt mal in Klammern gesagt, dann hätte sich das Problem von alleine gelöst. Beide Fragen blieben unbeantwortet. Grüne, SPD und ein Vertreter der Linken, der anwesend war, suhlten sich im Glauben und ihrer Ideologie. Und dabei fällt mir immer so Marie von Ebner-Eschenbach ein, wer nichts weiß, muss eben alles glauben. Und ganz still verhielt sich der Vertreter der CDU, weil der in seinem Eingangsstatement auch Sachen gesagt hatte, wo ich sehr, sehr verwundert war, die also nicht mit dem offiziellen Programm der CDU in Hessen übereinstimmten. Die einzig beiden vernünftigen Antworten zu diesen Fragen und anderen Sachen kamen von der wieder mal unbefallenen FDP und von mir.
Meine Damen und Herren, ich will es bei diesen kurzen Schlaglichtern belassen jetzt, also Sie nicht noch eine halbe Stunde oder zwei Stunden mit irgendwelchen Sachen quälen und den Rednern die Bühne freimachen. Freuen Sie sich mit uns, mit mir auf Herrn Dr. Rath. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich, dass der Saal doch sehr voll geworden ist. Wir hatten ja schon befürchtet, dass die meisten von Ihnen heute am Tag der offenen Moschee woanders verbringen würden. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Wir schaffen das. Das wäre eigentlich für unseren Wahlkampf ein sehr schöner Slogan, wenn die Kanzlerin den nicht vor 3 Jahren schon für etwas anderes missbraucht hätte. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich nicht, wie der Satz komplett lautet. Sie sagte ja nicht nur, wir schaffen das, sondern sie sagte, wir schaffen das. Und wenn sich etwas uns in den Weg stellt, müssen wir das beseitigen. Und im Hinblick auf das, was sie schaffen will, stellt sich relativ viel in den Weg. Es stellen sich Gesetze in den Weg, Verordnungen, also eigentlich der gesamte Rechtsstaat, der sich momentan in Auflösung befindet. Wir haben ja die Flüchtlingskrise seit einiger Zeit. Seehofer bezeichnet sie die Mutter aller Probleme. Ich sage, Merkel ist die Mutter aller Probleme, aber das ist in dem Fall dasselbe. Seit 3 Jahren kann jeder in dieses Land illegal einreisen, obwohl es klare gesetzliche Regelungen gibt, die sagen, jeder, der einreisen will, braucht einen Pass, braucht einen Aufenthaltstitel und wer das nicht vorweisen kann, ist an der Grenze zurückzuweisen. So steht es im Gesetz, es wird aber nicht praktisch durchgeführt. Was noch schlimmer ist, jeder, der einreist, kann auch hier bleiben über ein Asylverfahren. Er kann einen Asylantrag stellen, obwohl auch das unzulässig ist. Das steht so im Grundgesetz und es steht auch, das kann jeder nachlesen, auf den Seiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Da liest man Folgendes, bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat ist eine Anerkennung als Asylbewerber ausgeschlossen. Das entspricht der Rechtslage. Gleichwohl führt dasselbe Amt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mittlerweile, ich glaube, über 500.000 laufende Verfahren durch, obwohl sie selber sagen, dass das gar nicht zulässig ist. Inzwischen haben sich auch Gerichte mit dieser Frage beschäftigt, allerdings ohne praktische Konsequenz. Zum Beispiel das Oberlandesgericht Koblenz stellte am 17. Februar 2017, also vor 1,5 Jahren, in einem Beschluss fest, die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist seit rund 1,5 Jahren außer Kraft gesetzt. Also das hat es bisher noch nie gegeben, dass ein Gericht, noch das Oberlandesgericht, feststellt, dass in diesem Land die rechtsstaatliche Ordnung außer Kraft gesetzt ist. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, hat in einem Artikel Folgendes geschrieben, das Asylrecht wird zweckentfremdet als Türöffner für eine illegale Einwanderung von Personen, die kein Individualrecht auf Einwanderung haben. Nun werden die meisten Verfahren enden mit einer Ablehnung, gleichwohl bleiben alle, oder fast alle, der Asylbewerber hier, weil es verschiedene Gründe gibt, eine Abschiebung nicht durchzuführen. Also sogenannte Abschiebehindernisse, also entweder die Identität ist unklar, dann weiß man nicht, wohin man ihn abschieben soll, oder der Staat, der eigentlich zuständig wäre, verweigert die Aufnahme, oder der Betreffende ist einfach kriminell, beziehungsweise es reicht eigentlich aus, wenn er behauptet, kriminell zu sein. Es gibt Fälle, wo jemand sagt, ich habe in meinem Heimatland 5 Menschen umgebracht, wenn ich dort jetzt zurück
kehre, droht mir die Todesstrafe und dann darf er hier bleiben. Und hier droht ihm natürlich nichts, weil keine Beweise da sind und die Staatsanwaltschaft nicht tätig wird. Und wenn trotzdem eine Abschiebung mal ausnahmsweise durchgeführt wird, wird sie häufig verhindert, wie zum Beispiel im Sommer in Sennwangen. Und wenn eine erfolgreich abgeschoben wird, kann er ja jederzeit zurückkehren, gegebenenfalls auch mit einer falschen Identität. Und diese Zuwanderung bringt erhebliche Probleme, unter anderem eines von vielen Problemen, die Integration. Hierzu hat unser Bundestagspräsident Schäuble, also das ist derselbe, der gesagt hat, wir brauchen Zuwanderung, damit die Deutschen nicht in Unzucht degenerieren. Also Unzucht war eigentlich noch nie ein Problem der Deutschen, das ist eher ein Problem anderer Kulturkreise. Also Schäuble... Schäuble hat also vor kurzem in der Welt am Sonntag ein Interview gesagt, wir sollten uns klar machen, wie schwer es ist, im Einzelfall abzuschieben und weiter. Deswegen sollten wir auch nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass wir die Großzahl dieser Menschen zurückführen können. Also eine klare Bankrotterklärung. Schäuble war ja früher mal Finanzminister. Aber nach meiner Erinnerung hat er als Finanzminister nie Folgendes gesagt. Wir sollten uns klar machen, wie schwer es ist, im Einzelfall Steuern einzutreiben. Und deswegen sollten wir auch nicht allzu stark die Hoffnung schüren, dass der Staat Steuern einnimmt. Das haben Sie vermutlich nie von ihm gehört. Also hier eine klare Bankrotterklärung, weil es etwas schwierig ist, wird es einfach nicht durchgeführt. Und er sagt dann, wir müssen alle Kraft aufbringen, die Personen, die hier sind, in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wenn Schäuble die Zeitung lesen würde, und da ist es relativ egal, welche Zeitung, wüsste er, dass es eigentlich unüberwindbare Hindernisse für diese Integration gibt. Da schrieb die Bild-Zeitung vor einigen Wochen über einen Ägypter, der wegen sexuellen Missbrauchs von 13 Frauen angeklagt war, und der sagte vor Gericht aus, keiner sagte mir, dass das in Deutschland verboten ist. Und die gleiche Bildzeitung berichtete über einen Versuch des Tötungsdelikts innerhalb einer syrischen Familie. Und der Verdächtige sagte vor der Polizei Folgendes, es ist Brauch in Syrien, dass nach einem Ehebruch beide getötet werden. Ein anderer Syrer, ein Asylbewerber, war angeklagt, weil er eine Frau mit dem Messer lebensgefährlich verletzt hatte. Wer ließ seinem Anwalt vor Gericht Folgendes vortragen. Der Angeklagte kennt es aus seiner Kultur so, dass Konflikte mit dem Messer ausgehandelt werden. Wird man beleidigt, darf man zustechen. In schweren Fällen darf man die Person töten. Und der Angeklagte führt weiter aus, dass sein Verhalten nach den religiösen Anforderungen nicht zu beanstanden ist. Also für die Zuwanderer gelten die Gesetze unseres Landes nicht, sondern sie orientieren sich an ihren religiösen, das heißt an den islamischen Gesetzen, die nach ihrer Vorstellung über dem staatlichen Recht rangieren. Und das betrifft nicht nur diejenigen, die gerade neu hierher gekommen sind, sondern auch die, die schon lange hier sind und sogar die, die hier geboren sind. Es gab eine Umfrage unter Türken der dritten Generation, das sind also die, die hier geboren und aufgewachsen sind, und von denen gab mehr als 50% an, dass für sie die Befolgung der religiösen Gesetze wichtiger ist als die Befolgung des staatlichen Rechts. Der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat einmal gesagt, was die Zuwanderer mitbringen, ist wertvoller als Gold. Ich weiß jetzt nicht, was er konkret damit gemeint hat, aber was sie in jedem Fall mitbringen, sind ihre eigene Kultur, ihre eigenen Vorstellungen von Recht und Gesetz und eben auch ihre eigene Religion, dem Islam. Eine Religion, die mit unseren Werten nicht kompatibel ist. Muslime sind in der Regel nicht bereit, sich an unsere Gesetze anzupassen.
Im Gegenteil, sie verlangen ständig unter Berufung auf die Religionsfreiheit Sonderregelungen, die ihnen auch von uns, das heißt von Gesetzgebern, auch von der Rechtsprechung, gewährt werden. Es gibt also eine Vielzahl von solchen Sonderregelungen. Das sind Gebetsräume in Betrieben, Schulen und Unis, Halal-Essen in Kitas, Schulen, Sonderregelungen im Ramadan für Schüler, die Erlaubnis zum Schächten, die Ausnahme von der Sargpflicht, Frauenschwimmzeit in öffentlichen Bädern und die Zulassung der Polygamie für Muslime, eigentlich bei uns Verbot und sogar ein Straftatbestand, aber für Muslime erlaubt und sogar ein Verwaltungsgericht hat sogar entschieden, dass eine Einbürgerung einer solchen Person mit mehreren Frauen zulässig ist. Uns, der AfD, wird ja oft der Vorwurf gemacht, wir würden den Muslimen das Recht auf freie Religionsausübung absprechen. Wer diesen Vorwurf gegen uns erhebt, sollte einfach mal überlegen, wie sieht es denn aus, wenn Muslime ihre Religion frei ausüben? Und es gibt ja genügend Länder, in denen das der Fall ist. Es gibt 57 muslimische Länder und dann muss man einfach mal schauen, wie sieht es denn dort aus? Zum Beispiel in Indonesien gibt es die öffentlich vollzogene Prügelstrafe für unislamisches Verhalten, wozu schon der Genuss von Alkohol gehört. In Saudi-Arabien, dem Kernland des Islam, wird Dieben die Hand abgehackt und es gibt die Todesstrafe für Homosexualität, für Gotteslästerung und für Abfall von Glauben. Und im Iran werden Homosexuelle von Baukränen aufgehängt und Ehebrecherinnen gesteinigt. Also so sieht es aus, wenn Muslime ihre Religion frei ausüben können. Und diese freie Religionsausübung lehnen wir natürlich ab. In islamischen Ländern gibt es keine Menschenrechte, jedenfalls keine nach unseren Vorstellungen. Es gibt keine Demokratie, keine individuelle Freiheit, keine Gleichberechtigung, keine Meinungsfreiheit, keine Glaubensfreiheit. Der islamische Staat ist eine religiöse Diktatur. Und wer in unserem Wertesystem verwurzelt ist, wer sich also zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, und wer auf dem Boden des Grundgesetzes steht, kann ein solches System nur ablehnen. Aber wer ein solches System bei uns ablehnt, wird von den anderen Parteien als anti-islamischer Rassist oder als islamophob bezeichnet, also quasi als pathologischer Querulant, der eine Glaubensrichtung ablehnt. Die SPD fordert in ihrem aktuellen Programm, so steht es wörtlich im Programm, die konsequente Bekämpfung und Verfolgung von Islamophobie. Also diese SPD möchte diejenigen, die den Islam kritisieren, verfolgen und bekämpfen. Die Verfolgung und Bekämpfung Andersdenkender kennen wir aber eigentlich nur aus Diktaturen und Terrorstaaten. Das ist die Sprache von Antidemokraten und Verfassungsfeinden. Die Ablehnung unserer Rechtsordnung durch Zuwanderer zeigt sich aber auch in kriminellen Handlungen, die aber aus ihrer Sicht gar nicht kriminell ist. Also wir haben eben eine völlig andere Vorstellung von dem, was erlaubt ist oder dem, was nicht erlaubt ist. Und Sie alle kennen ja die zahllosen Messerattacken, die zahllosen Vergewaltigungen oder die Morde in Freiburg, Kandel, Wiesbaden, Offenburg. Also man liest das ja fast täglich in der Zeitung. Der letzte Fall ist aus Chemnitz, auch wieder eine ganz typische Konstellation, Messerattacke von Asylbewerbern. Ein Mann wurde getötet, zwei Personen wurden schwer verletzt. Sie haben wahrscheinlich in den letzten Wochen ausschließlich darüber gelesen, über die Demonstrationen und was damit im Zusammenhang steht, wie es den beiden Verletzten geht. Habe ich in den letzten Wochen nicht in der Zeitung gelesen. Es wurde ausschließlich über Demonstrationen berichtet und ob da Nazis zugange waren oder nicht. Aber dieser eine, der gefasst wurde, hat eine ganz typische Karriere. Er kam
2015 illegal aus dem Irak nach Deutschland. Der Asylantrag wurde abgelehnt, er sollte abgeschoben werden und hat in der Wartezeit, wurde natürlich nicht abgeschoben, zahlreiche Straftaten begangen, unter anderem gefährliche Körperverletzungen, Sachbeschädigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Drogenbesitz, Beschaffungskriminalität, schwerer Betrug. Er wurde 6-mal verurteilt, aber jedes Mal nur auf Bewährung, war daher frei und konnte insoweit ungehindert seine Tat ausführen. Das ist also der typische Fall eines ausreisepflichtigen Mehrfachtäters, der geduldet wurde und deswegen weiter Straftaten begehen konnte. Die Bundesregierung hat aber kein Interesse an der Strafverfolgung von Zuwanderern. Kleinkriminalität wird überhaupt nicht mehr verfolgt. Wir können das in Frankfurt jeden Tag am Hauptbahnhof beobachten, wo unter den Augen der Polizei Drogendeals stattfinden. Und wenn dann mal ein Strafverfahren durchgeführt wird, gibt es den Kulturbonus, das heißt, der betreffende Eltern eine mildere Strafe, weil er, ja, so hat es ein Gericht formuliert, unter erhöhter Haftempfindlichkeit leidet, wegen Kulturfremdheit oder wegen fehlender Sprachkenntnisse oder wegen Traumatisierung oder weil er psychisch krank ist. Und diese Benachteiligung oder diese vorgebliche Benachteiligung von Migranten zieht sich eigentlich durch das gesamte Programm, Wahlprogramm der SPD. Die SPD fordert in ihrem aktuellen Programm Rücksicht auf Migrantenkinder, da sie benachteiligt sind, durch eine, so nennen sie es, aussondernde und trennende Schulpolitik. Migrantenkinder werden aber nicht benachteiligt und es zeigen auch nicht alle Migrantenkinder schlechtere Leistungen als Deutsche. Es gibt Kinder aus dem asiatischen Kulturkreis, zum Beispiel Vietnamesen, die überdurchschnittliche Leistungen erbringen, während solche aus dem islamischen Kulturkreis oder islamisch-orientalischen Kulturkreis häufiger unterdurchschnittliche Leistungen zeigen. Das liegt einfach daran, dass Bildung und Wissenschaft in den unterschiedlichen Kulturkreisen eben einen unterschiedlichen Stellenwert besitzen. Bildung und Ausbildung haben in islamisch-orientalischen Ländern einen deutlich geringeren Stellenwert als in westlichen oder asiatischen Ländern. Und deswegen bringen Zuwanderer aus diesem Kulturkreis meist keine schulische oder berufliche Qualifikation mit und sind deswegen auch auf dem Arbeitsmarkt in unserem Land nicht oder kaum vermittelbar. Um diesen Zuwanderern aber dennoch einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen, fordert die SPD in ihrem Programm eine erleichterte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Also man muss sich das vorstellen, es gibt ja momentan eine Gleichwertigkeitsprüfung für verschiedene Berufe, zum Beispiel für Ärzte, und die werden bei uns nur zugelassen, wenn sie eben nachweisen, dass ihre Ausbildung gleichwertig ist. Die SPD möchte das abschaffen. Diese Gleichwertigkeitsprüfung soll also entfallen. Jeder, der im Ausland irgendein Diplom erworben hat, soll bei uns tätig werden, um eben Zuwanderern die Möglichkeit zu geben, hier einen Beruf auszuüben. Und man kann sich auch vorstellen, wozu das führt, wenn in Deutschland Handwerker, Ingenieure oder Ärzte tätig werden, die das hier übliche Qualifikationsniveau nicht erreichen. Die Folge wäre eine Absenkung des Niveaus, eine Gefährdung unserer Wirtschaft und unseres gesamten Wohlstands. Die SPD will aber nicht nur das Qualifikationsniveau absenken, sondern sie will den Zuwanderern auch eine Beschäftigung verschaffen, für die sie gar nicht qualifiziert sind. Das heißt, sie wollen eine Migrantenquote einführen. Und weil das natürlich kollidiert mit den Vorschriften der Qualifikation, haben sie ein neues Qualifikationskriterium erfunden, nämlich die interkulturelle Kompetenz. Was immer damit gemeint ist, aber quasi im Ergebnis ist es so, jemand bloße Herkunft aus einem Drittweltland wird als Qualifikationskriterium definiert. Und wir haben das in Frankfurt, in der Frankfurter Stadtverwaltung wird das schon tatsächlich praktiziert. Dort ist die interkulturelle Kompetenz ein Qualifikationskriterium neben der fachlichen
Qualifikation und kann mit diesem Kriterium kann man dann eben auch fachliche Mängel kompensieren. Aber die meisten Zuwanderer kommen ohne Ausbildung, ohne Qualifikation. Viele sind ja sogar Analphabeten und sie müssen daher auf Dauer von unserem Staat alimentiert werden. Sie bekommen eine Vollversorgung, Unterbringung, Ernährung, Taschengeld, Krankenversicherung. Dann kommt dazu Dolmetscher, Anwalt und Gerichtskosten. Die haben ja alle ihre Asylverfahren, die durch 23 gehen. Sie bekommen Wohnungen gestellt. In Frankfurt werden neue Wohnungen gebaut. Sie kennen den Wohnungsmarkt in Frankfurt, wo wir sehr viele Wohnungssuchende haben, aber die Neubauten werden teilweise für Zuwanderer reserviert. Und in manchen Kommunen entstehen dann noch zusätzliche Kosten, wie zum Beispiel für Deutschkurse, ÖPNV. In Frankfurt kommen die kostenlosen ÖPNV, teilweise werden die mit dem Taxi durch die Gegend gefahren und bekommen kostenlosen Zugang zu allen städtischen Institutionen. Alles das zahlt der Sozialstaat. Der Sozialstaat ist aber aufgebaut nach dem Prinzip einer Versicherung. Das heißt, der Personenkreis der Anspruchsberechtigten ist identisch mit dem derer, die das Ganze bezahlen, das heißt Beitrags- und Steuerzahler. Und dieser massenhafte Anstieg von Anspruchsberechtigten lässt aber dieses System irgendwann kollabieren. Das heißt, irgendwann ist das System dann nicht mehr in der Lage, alle Kosten zu übernehmen. Und es gibt ja Statistiken, zum Beispiel erhalten 90% der Libanesen Hartz IV. Der Wirtschaftswissenschaftler Sinn hat ausgerechnet, dass jeder einzelne Migrant im Laufe seines Lebens dem Steuerzahler 450.000 Euro kostet. Aber es gibt ja nicht nur die Einzelnen, sondern es gibt ja auch Familienangehörige. So erhält zum Beispiel ein Syrer mit 4 Frauen und 23 Kindern pro Monat über 30.000 Euro. Und dazu kommt dann noch der Betrugstourismus. Viele der Zuwanderer sind ja mit mehreren Identitäten unterwegs. Der Attentäter Amri hatte 14 Identitäten, hat dann eben auch 14 Mal kassiert. Oder viele erschleichen sich auch den Status eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers, was dann natürlich wesentlich bessere Versorgung bringt. Jeder UMA kostet pro Monat dem Steuerzahler 5.000 Euro, in Frankfurt sind es 10.000, also wir zahlen deutlich mehr für diese Personengruppe. Aber nicht nur unser Sozialstaat ist in Gefahr, sondern auch unser Rechtsstaat. Die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özobus, forderte in ihrem Masterplan zur Integration Folgendes. Sie sagte, das Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Also in einem Rechtsstaat gibt es nichts auszuhandeln. Ein Rechtsstaat hat klare Regeln, die von demokratisch legitimierten Parlamenten festgelegt sind und die sind einzuhalten und der Staat hat die Aufgabe, dies zu überwachen. Also da gibt es nichts auszuhandeln. Und die Gefahr dieses Rechtsstaates kommt nicht von außen, sondern von innen. Es ist die Bundesregierung, die Ministerien, die Ämter, die Landesregierung, die Rechtsprechung, die diesen Staat unterhöhlen und die diesen Rechtsstaat langsam auflösen. Teil dieses Rechtsstaates sind ja die Staatsbürger, also wir alle, die staatsbürgerlichen Rechte für sich in Anspruch nehmen. Und die Bundeskanzlerin hat einmal gesagt, das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt, ist es eben nicht. Das Grundgesetz sagt etwas anderes. Das Grundgesetz regelt ganz klar, wer das Staatsvolk ist. Das sind die die Staatsangehörigkeit besitzen, die diesen Staat tragen mit ihrem Wahlrecht und darüber bestimmen, was in diesem Staat passiert oder nicht. Die SPD möchte das auch auflösen. Die SPD sagt in ihrem aktuellen Programm, wir treten für das aktive und passive Wahlrecht für alle hier lebenden Menschen ein. Also alle sind illegale Zuwanderer, Kriminelle, Gefährder und Terroristen. Also die SPD möchte, dass alle, die auch das aktive und passive Wahlrecht haben, mitbestimmen können und dann eben auch Mandatsträger werden können. Eine Forderung, die Grünen schon lange erheben, das Wahlrecht für alle und die Staatsbürgerschaft für alle ohne Voraussetzung. Und der nächste Schritt ist bereits in Vorbereitung. Der nächste Schritt,
der Auflösung des Staates. Das ist der Global Compact von Gratian. Ich hoffe, dass Sie vielleicht, Herr Holm, darüber noch ein paar Worte verlieren. Also ein von der UN entworfenen Plan, der praktisch die Migration als Menschenrecht definiert. Also im Ergebnis soll jeder das Recht haben, in jedes Land einzuwandern und dort natürlich sich niederzulassen, dort die Leistungen des Sozialstaats in Anspruch nehmen können, also das als verbrieftes Recht. Also das, was wir heute schon haben, praktisch als illegale Aktion der Bundesregierung, soll dann sozusagen unter der Überschrift UN geltendes Recht werden. Das ist dann tatsächlich die endgültige Auflösung des Staates, wo jeder hierher kommen kann, jeder sich niederlassen, jeder seine eigene Kultur mitbringen, seine eigene Vorstellung von Recht und natürlich auch die Sozialleistungen beanspruchen und dann im Ergebnis auch noch Anspruch auf die Staatsbürgerschaft hat. Am 28.10. wählen Sie ja nicht nur ein neues Parlament, sondern Sie stimmen auch ab über die Verfassungsänderung. Der Hessische Landtag hat ja 15 Punkte vorgelegt, wo er die Verfassung des Landes ändern möchte. Wenn man das liest, man kann jeden einzelnen Punkt separat abstimmen, die meisten müsste man ablehnen. Wenn man die liest, sagt man und sich nicht näher mit der Materie beschäftigt, sagt man, das ist eigentlich alles in Ordnung, da kann man eigentlich nur zustimmen. Ich nehme auch an, dass die meisten pauschal all diesen Forderungen zustimmen werden, aber es sind einige dabei, die, wenn man sich genau damit beschäftigt, doch bedenklich sind. Da gibt es zum Beispiel einen Passus, der nennt sich Stärkung der Kinderrechte. Da sagt jetzt jeder, ja gut, natürlich Stärkung der Kinderrechte, warum nicht, oder das ist eine gute Sache. Tatsächlich geht es dabei darum, die Kinderrechte dahingehend zu stärken, oder ich formuliere es anders, der Wille des Kindes ist in allen Angelegenheiten, die es betreffen, angemessen zu berücksichtigen. Nun kann das Kind ja seine Rechte selbst nicht geltend machen, persönlich, sondern muss ja durch irgendjemanden vertreten werden, entweder durch die Eltern oder durch den Staat. Und das ist das, was dahinter steckt. Das heißt, die Kinderrechte sollen so gestärkt werden, dass der Staat größere Eingriffsmöglichkeiten hat. Das heißt, im Ergebnis sollen die Rechte der Eltern beschnitten werden zugunsten des Staates. Deswegen wäre das abzulehnen. Ein weiterer Punkt wäre Senkung des Wahlalters. Also das passive Wahlalter soll von 21 auf 18 Jahre geändert werden. Auch das halten wir für bedenklich, einfach deswegen, weil wir eine Diskrepanz sehen zwischen Strafrecht und Wahlrecht. Es ist eigentlich niemandem zu vermitteln, dass wer zwischen 18 und 21 ist, im Strafrecht als Heranwachsender gilt, eigentlich nicht voll verantwortlich für das ist, was er macht. Und in das wesentlich mildere Jugendstrafrecht fällt auf der anderen Seite, aber dann als Parlamentarier über Gesetze entscheiden soll. Also hier sehen wir eine Diskrepanz und lehnen deswegen die Senkung des Wahlalters an. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, Frauenförderung. Auch das hört sich erstmal gut an. Bisher heißt der Artikel 1 der Hessischen Verfassung, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und das soll jetzt ergänzt werden durch den Passus, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Da muss man sich fragen, was sind denn bestehende Nachteile? Gemeint ist, dass Frauen in bestimmten Bereichen unterrepräsentiert sind, Männer übrigens auch. Und das wird dann, also diese Ungleichverteilung, wird dann als Zeichen der Diskriminierung angesehen, was es aber nicht ist. Denn wenn eine Ungleichverteilung da ist, ist es in der Regel
Ausdruck des freien Willens des Betroffenen. Das sieht man ja zum Beispiel an Berufen. Es gibt Berufe, wo Frauen überrepräsentiert sind, aber nicht deswegen, weil sie benachteiligt werden, oder weil die Männer benachteiligt werden, sondern deswegen, weil die freiwillig diesen Beruf wählen. Das heißt, wir haben hier, soll in allen Bereichen praktisch eine Quotierung eingeführt werden, obwohl das niemand will und obwohl niemand etwas davon hat. Und wir haben ja aktuell auch die Diskussion von der CDU, die das Wahlrecht ändern möchte. Wir haben ja jetzt momentan eine freie Wahl. Jede Partei kann eine Liste aufstellen nach eigenen Kriterien. Und das soll abgeschafft werden. Es sollen dort Frauenquoten eingeführt werden, so wie es die Grünen ja jetzt schon haben, die hier alternieren, jeden Platz abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Das wäre aber das Ende der freien Wahl. Unser Wahlrecht beruht darauf, dass jeder frei wählen kann, wen er in einer Liste sehen will und wer nicht. Und das widerspricht einer solchen Quotierung. Und wenn man hier eine Frauenquote einführen würde, müsste man dann konsequenterweise auch eine Quote für andere unterrepräsentierte Gruppen einführen, also eine Migrantenquote, eine Kinderquote, eine Quote für Homosexuelle oder was auch immer. In letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass die freie Wahl komplett abgeschafft wird, sondern durch die Quote vorgegeben wird, wer dann dort sitzt oder wer dort nicht sitzt. Zum Thema Gendern denke ich, dass der Herr Königer noch was sagen wird. Oder soll ich da... Ja, mach so ruhig. Ich habe zum Thema Gender hatte ich ein paar Sachen, weil es mir immer ein Anliegen gewesen ist. Wir haben ja seit 30 Jahren die Gendersprache, also die Geschlechts... die separate Erwähnung von Männern und Frauen. Sie kennen das alles. Die meisten Politiker sagen immer... Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Wählerinnen und Wähler, Frankfurterinnen und Frankfurter, ich höre das jeden Tag. Und es wird dann teilweise auch ganz absurd auf die Spitze getrieben. Also wir haben zum Beispiel in Frankfurt, ich bin ja im Stadtparlament in Frankfurt, dort haben wir eine Regelung, dass die Straßennamen auch gegendert werden. Also es sollen 50% der Straßen, die nach Personen benannt werden, sollen nach Frauen benannt werden. Das hört sich erstmal gut an, aber das praktische Problem liegt darin, dass es relativ wenige Frauen gibt, die jemand kennt. Also wenn ich jetzt sage Goethestraße, Schillerstraße, Konrad-Adenauer-Allee oder Willy-Brandt-Platz, dann weiß jeder mit dem Namen etwas zu verbinden. Das gibt es alles in Frankfurt. Und dann gibt es zum Beispiel einen Johanna-Melber-Weg. Weiß jemand, wer Johanna Melber war? Niemand. Das ist auch keine Bildungslücke. Johanna Melber war die Tante von Goethe. Er hat sie in irgendeinem seiner Werke, ich glaube, westöstlichen Divan, verewigt. Also allein die Tatsache, dass jemand verwandt ist mit einem, der etwas Besonderes hervorgebracht hat, reicht also in Frankfurt schon aus, um dort als Namensgeber für eine Straße herzuhalten. Wir haben auch in Frankfurt eine Regelung, dass die Sprache prinzipiell gegendert werden soll. Das ist also ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, wird aber nicht konsequent durchgeführt. Also wir haben in Frankfurt immer noch Bürgersteige und Fußgängerzonen, aber keine Bürgerinnensteige und Fußgängerinnenzone. Wir haben eine Führerscheinstelle, also das ist doppelt unpolitisch unkorrekt. Und der Gesetzgeber hat auch, der Bundesgesetzgeber ist da auch inkonsequent. Also zum Beispiel gibt es ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, der heißt Paragraph 1, lest es vor, dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer von unlauteren geschäftlichen Handlungen. Also Verbraucherinnen und Verbraucher sind explizit erwähnt, aber die Mitbewerberinnen und Marktteilnehmerinnen nicht. In Österreich wurde die Nationalhymne gegendert, da hieß es früher, Heimat bist du großer Söhne, da haben sie jetzt Töchter mit reingebaut, man kann es aber nicht mehr singen. Wir haben ja auch noch in unserer Nationalhymne auch noch das Vaterland. Ich nehme an, die Grünen haben bisher noch keinen entsprechenden Antrag gestellt, weil sie schlicht und einfach den Text der Hymne nicht kennen.
Beim DFB gibt es eine Frauennationalmannschaft, heißt so. Und es gibt eine Weltmeisterschaft der Frauen, aber keine Weltmeisterinnenschaft. Und wenn eine gewinnt, dann gibt es eine Siegerehrung, aber keine Siegerinnenehrung. Der BVB hat eine Kampagne losgetreten, da heißt es, kein Bier für Rassisten, also Rassistinnen kriegen ihr Bier. Es gibt die anonymen Alkoholiker, aber nicht Alkoholikerinnen. Auf den Zigarettenpackungen steht, Raucher sterben früher, also die Raucherinnen haben nichts zu befürchten. Und negativ konnotierte Begriffe werden prinzipiell nicht gegendert, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Also es wird immer nur vor Taschendieben und Hütchenspielern gewarnt, nie aber vor Taschendiebinnen und Hütchenspielerinnen. In den Frankfurter Straßenbahnen steht groß dran, Schwarzfahrer zahlen 60 Euro. Also Schwarzfahrerinnen haben nichts zu befürchten, die müssen nichts bezahlen. Da las ich kürzlich in der Zeitung Folgendes: Rentner vereitelt Enkeltrick, 13-Jährige gefasst. Also das war eine Enkelin oder eine Pseudo-Enkelin. Also die meisten Enkeltricks werden von Enkelinnen begangen, gleichwohl heißt es immer noch Enkeltrick. Und bleiben wir in Frankfurt. Wir haben in Frankfurt nicht nur die sprachliche Genderung, wir haben mittlerweile auch, gehen auch weiter und haben im Bereich der Ampeln sind wir aktiv geworden. Sie kennen die Fußgängerampeln, das sind im Regelfall alles die männlichen Symbole. Und da gibt es Städte, die haben, da haben die Frauenverbände gefordert, 50% müssen dort mit weiblichen Symbolen bestückt sein. Das ist teilweise auch durchgeführt worden. Wir in Frankfurt sind da weiter. Wir haben sogar schwule Ampelmännchen bzw. schwule Ampelpärchen, also die Grünen, das sind zwei, das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich, und ich habe das auch noch losgetreten, die Grünen sind zwei schwule Männchen und die Roten sind zwei lesbische Frauen. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Also jedenfalls, diese Ampel, die gab es schon mal vor Jahren irgendwo zum Christopher Street Day in Wien. Und ich habe dann in einer Anfrage unseren Verkehrsdezernenten, der selber schwul und von den Grünen ist, habe ich gefragt, warum gibt es das nicht in Frankfurt? Und er sagte, gute Idee, machen wir. Hat er dann auch gemacht. Das wurde dann ein paar Jahre nur zum CSD. Ich habe ihn dann gefragt, warum nur zum CSD? Das müsste dann auch eigentlich immer und überall. Und das wurde jetzt mit einer Genehmigung des zuständigen Verkehrsministeriums, weil es eben nicht ganz vorschriftenkonform ist, wurde das jetzt also auch durchgeführt. Das kann man jetzt natürlich noch weiter denken. Es gibt dann auch andere diskriminierte Minderheiten. Also die nächste Frage was ist mit Inter- und Transsexuellen und dem dritten Geschlecht, wie finden die sich auf den Ampeln wieder, wie ist es mit Bürgern mit Migrationshintergrund oder mit religiösen Minderheiten, wie soll sich zum Beispiel der muslimische Mitbürger mit vier Frauen auf diesem schwulen Ampelsymbol wiederfinden, wo soll der die Straße gefahrlos überqueren? Also alles Fragen. Also alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und mit denen wir uns natürlich auch im Landtag zu beschäftigen haben. Ich denke, wir haben da viel zu tun. Ich bitte um Ihre Stimme am 28. Oktober und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Willkommen hier am Tag der Deutschen Einheit in Hessen. Ich war als gelernter DDR-Bürger
Ja, was den Hessen da bevorsteht, da kann ich meinem Vorredner nur recht geben, ist eine wahre Herkulesaufgabe, diesen ganzen politischen Nonsens aus dem Landtag zu verdrängen. Das Schlimme ist, die sind davon überzeugt. Sie hat es angesprochen, man macht einen Witz und die nehmen das ernst. Das ist so das Grundproblem, was sich mir immer dargestellt hat. Und wo wir auch schon seit 4 Jahren im Landtag Brandenburg in Potsdam, wo ich auch herkomme, das ist meine Heimat, auch mit zu tun habe. Also seit 4 Jahren beschäftigen wir uns damit, in welchem Raumschiff dann die schon länger hier Regierenden, die viel zu lange hier Regierenden, sich so befinden und was die alles machen. Und davon handelt meine kurze Rede. Vorher möchte ich aber noch so ein bisschen was über die deutsche Einheit erzählen, die sich ja jetzt heute zum 28. Mal jährt, Gottlob. Nun ja, wenn mir vor fünf Jahren bei Parteigründung der AfD jemand erzählt hätte, dass ich jetzt vor Ihnen stehe und am 28. Oktober der letzte Landtag von den Blauen erobert werden wird, und zwar mit einem dicken zweistelligen Ergebnis, wenn mir vor 3 Jahren jemand erzählt hätte, dass wir als drittstärkste Partei im Bundestag sitzen und mittlerweile in Umfragen sogar diese SPD, diese ominöse sonstige Partei Deutschlands, eingeholt haben. Wenn mir das vor 2 Jahren jemand erzählt hätte, meine Damen und Herren, den hätte ich für bekloppt gehalten. Nun ist es aber so, wir holen überall auf, wir erobern in knappen 10 Tagen Bayern und wir holen uns dann als zweite Partei am 28. das 16. Landesparlament. Und das, denke ich, ist ein Erfolg. Vor 28 Jahren hätte ich mir auch nicht vorstellen können, vor 25 Jahren, dass ich erneut auf die Straße gehen muss, um für meine Meinung einzustehen. Ich hätte mir vor 28 Jahren nicht träumen lassen, dass dieselben Gestalten, die mir im Wendeherbst 89 erzählt haben, was ich für ein Republikfeind bin, was ich für ein Konterrevolutionär bin, was ich für eine Rauli und ein Asozialer bin. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass dasselbe in diesem Land so schnell wiederkommt. Alexander Gauland hat das in Augsburg zu dem letzten Bundesparteitag auf den Satz gebracht, man kommt sich vor wie in der Endzeit der DDR. Er ist dafür sehr gescholten worden. Und meine Damen und Herren, ich kann als alter DDR-Bürger, als Mitglied des neuen Forums sagen, der Mann hat recht. Wenn ich heute den regierenden Bürgermeister von Berlin hier angehört habe, vor dem Radio bei seiner Festansprache, wo er, ich zitiere wörtlich, sagte, in unserem Land muss niemand, um Kritik zu äußern, bei Rechtspopulisten und Rechtsextremen mitlaufen. Meine Damen und Herren, der Herr hat nicht verstanden, was Demokratie heißt. Der Mann hat nicht verstanden, warum wir sehr wohl das Recht haben, auf der Straße unsere Meinung kundzutun. Wenn Kritik geäußert wird, lasse ich mir nicht von den Regierenden vorschreiben, wo das zu geschehen hat. Das ist eine Gesellschaft für betreutes Denken, das kenne ich aus der Lehre. Jemand brachte das auf den Satz, in dem er Bertolt Brecht im Bundestag zitierte, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Und damit meinte er nicht die AfD, die saß nämlich dort noch gar nicht im Bundestag, damit meinte er die Linkspartei. Das ist eine von den Parteien, die sich anschicken, im Osten uns durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen, um so unliebsame Konkurrenten loszuwerden. Mein Vorredner hat es auch angesprochen, für mich ist das eine Mandatsverlustangst, die sich bei denen, die dort sich im Landtag befinden, einfach nur Panik haben, dass sie in Zukunft mal wirklich arbeiten müssen. Dass sie mal das erfahren, wovon das Volk eigentlich spricht, wovon geredet wird, wenn wir sagen, wir sind das Volk und ihr versteht uns nicht mehr. Und wieder fühle ich mich an DDR-Zeiten zurückerinnert, wo mir jeder sagte, was ich zu tun und zu lassen hatte. Und im DDR-Sprech, wo heute in den Medien losgegangen wird gegen uns, gegen Andersdenkende, das ist für mich eine Rückkehr der Gesinnungsdiktatur, wie sie sich vor 89 auf deutschem Boden schon einmal zugetragen hat.
Es ist sogar so weit gekommen, dass sich wahrscheinlich ein Karl Eduard von Schnitzler verwundert die Augen reiben würde, weil das, was sich in ARD und ZDF abgespielt hat nach den Demonstrationen in Chemnitz, das hätte sich nicht mal ein Karl Eduard von Schnitzler getraut. Wenn die Wahl so gelogen und verbogen wird, wenn so viel Unsinn erzählt wird über normale Bürger, die dort ihre Meinung kundtun, dann ist das für mich der Hinweis, dass das Westfernsehen jetzt in der Schweiz sich befindet, beziehungsweise auch in Polen. Da hat Wolfgang Völke dann heute zu der Feierstunde dort in der Deutschen Oper wenigstens ein paar richtige Sätze gesagt. Er hat nämlich noch einmal die positive Rolle hervorgehoben, die der Osten hatte. Also der Osten meint östlich noch von Oder, er meinte die Polen. Ich meine, da können wir auch noch die Slowaken und die Tschechen und die Ungarn einbeziehen. Und letzten Endes natürlich auch die Russen. Denen haben wir den heutigen Tag nämlich maßgeblich zu verdanken. Und wenn ich mir erlebe, dass eine Europäische Union genau den Staaten vorschreibt, was jetzt unter Demokratie zu verstehen ist, dann habe ich meine argen Zweifel, dass denen wirklich viel an Demokratie gelegen ist, weil dort ist die Wende vonstatten gegangen. Nicht in der DDR und auch nicht in Bonn, wo der Herr Kohl nachher den Mantel der Geschichte ergriffen hat, der ihn ohne die Polen und ohne die Slowaken und ohne die Ungarn gar nicht erreicht hätte. Wir befinden uns jetzt wieder in einer Gesellschaft, die gespalten ist. Aber nicht zwischen Ost und West, sodass, wie das vor 30 Jahren der Fall war, sondern die wird durch eine Mauer der politischen Korrektheit getrennt. Und diese Mauer zieht sich nicht geografisch durch die Lande, sie zieht sich mitten durch die gesamte Gesellschaft. Und da ist nicht die AfD schuld dran an dieser Spaltung, sondern die Politik, wie sie sich die Altparteien seit 40 oder 50 oder 60 Jahren im Westen und jetzt auch seit 30 Jahren im Osten vonstatten haben gehen lassen. Und wir müssen darauf ankommen, diese Mauer der politischen Korrektheit wieder einzureißen, unsere Meinung frei zu sagen und so wieder dafür zu sorgen, dass der Demokratie mehr Leben eingehaucht wird. Mein Parteikollege Daniel Kolb wird ja nachher nochmal sagen, wie das im Bundestag zugeht. Was wir seit einem Jahr in Berlin erleben, das können wir seit 4 Jahren schon bereits in Brandenburg erleben. Wie beleben die Debatte? Davor waren sich alle einig, es wird schon irgendwie gut gehen. Was hätten wir sonst anders machen sollen, wie das Merkel letztes Jahr betont hat? Wir wissen, was wir anders machen müssen. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Und ein Punkt, von dem ich heute Ihnen erzählen möchte, ist die Bildung. Es ist ja so, dass Brandenburg jetzt gerade im Bildungsmonitor das Kunststück fertiggebracht hat, Berlin zu überholen. Leider nach unten. Wir befinden uns jetzt also auf dem 14. Platz von 16. Unter uns kommen dann nur noch Nordrhein-Westfalen und Bremen. Das ist für mich leider kein Applaus wert. Daran kann man sehen, wie die Altparteien die Bildung in unserem Land ruiniert haben. Nein, dafür kann es für mich leider keinen Applaus geben. Ich habe meine Schulzeit in der DDR verbracht und als ich dann nachher, man kann eigentlich ganz gut an der Bildungspolitik ablesen, dass die deutsche Einheit uns nicht nur Positives gebracht hat. Ich habe also 1989 meinen Abschluss gemacht in der 10. Klasse. Ich durfte ja kein Abitur machen, weil ich ja im Neuen Forum und in der Jungen Gemeinde schon immer gegen die Herrschenden vorgegangen bin. Das habe ich dann nachgeholt. Aber ich hatte nach der 10. Klasse wenigstens einigermaßen Wissen, was mir das Dasein in der Gesellschaft ermöglicht hat. Ich hatte einen Gemeinbildungsstand, den ich heute selbst im Abitur schmerzlich vermisse. Ich hatte dann im zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt. Für mich waren das immer Helden. Für mich waren Abiturienten Helden der Bildung. Das war eine Bildungsweg für mich. Wenn ich mir dann heute die Abiturienten anschaue, dann denke ich mir, oh mein Gott, da hast du in der 8. Klasse schon mehr drauf gehabt. Das war mal ein hoher Wissensstand. Und als ich dann, ich muss ja ehrlicherweise zugeben, ich war nicht der Fleißigste, ehrlich gesagt, ich war stinkend faul. Und trotzdem hat sich ein Abiturergebnis von unter 2,5 ergeben. Und ich wusste gar nicht warum. Es lag nur an dem Niveau, was immer weiter abgesenkt worden ist, und zwar von einer Bildungspolitik, die uns aus dem Westen sozusagen als goldenes Vorbild in den Osten eingepflanzt worden ist.
Das war aber im Ergebnis eine völlige Katastrophe. So viel kann ich Ihnen schon sagen. Das beginnt auch mit der Frühsexualisierung, die wir damals im Kindergarten niemals gehabt haben. Es gibt einen Bildungsplan für nachhaltige Entwicklung, in dem Vorschüler dazu aufgefordert werden oder dazu angehalten werden, ihre Umgebung nachhaltig zu gestalten. Lassen Sie sich das nochmal so durch den Kopf gehen. Als ich im Alter zwischen 4 und 6 war, also in der Vorschule, da wollte ich nicht meine Umgebung nachhaltig gestalten, da wollte ich über Zäune stehen, auf Bäume klettern und mich dreckig machen. Und erst recht wollte ich als 5-Jähriger noch nichts von Analverkehr wissen oder noch nichts von Homosexualität oder noch nichts von Selbstbefriedigung. Das ist doch etwas, was ich mir selber in meiner Jugend nachher erlernen muss, aneignen muss und nichts, was mir durch irgendwelche Kindergärtner mit pädophilen Hintergedanken nachher noch angetragen wird. Das hat so gereicht und dafür wird dann auch die AfD im Landtag sorgen. Mein bald Kollege hat dort auch schon in seinen Reden einige hervorragende Beispiele genannt. Meine Damen und Herren, wir haben es in Deutschland und nicht nur in Brandenburg, sondern in Gesamtdeutschland mit einer Bildungselite zu tun, die diesen Namen nicht mehr verdient hat. Wir sprechen sehr oft, und der Josef Kraus hat das ja auch getan, davon, dass uns das Abitur für alle bevorsteht. Wir erliegen einem Akademisierungswahn, der dazu führt, dass immer weniger Handwerker sich um immer mehr arbeitslose Akademiker kümmern müssen. Das ist für mich, ich kann da dem Herrn Josef Kraus, ein langjähriger Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, zustimmen, der sagt, wenn alle ein Abitur haben, dann hat niemand ein Abitur. Wenn nachher, und das kann man leider fortsetzen, wenn nachher, und das ist leider die Zielstellung der Europäischen Union, die ganz gerne auch Behinderte, ob geistig oder körperlich, auch ein Hochschulstudium ermöglichen möchte. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn nachher jeder einen Abschluss hat, einen akademischen Abschluss, dann hat niemand einen akademischen Abschluss. Wenn ich dann davon ausgehe, dass wir eine Bildungslinie brauchen, dann möchte ich auch sagen, für mich ist ein Handwerksmeister auch eine Bildungslinie. Um das mal ganz klar zu formulieren. Und dafür hat die AfD auch Lösungen anzubieten. Wenn wir davon ausgehen, dass in Gesamtdeutschland, in jedem Bundesland, Bildung ist ja Ländersache, in jedem Bundesland versucht man mal etwas. In jedem Bundesland wird experimentiert. Wir sagen Finger weg von den Schülern, denn mit unserer Bildung, mit unseren Kindern darf nicht mehr experimentiert werden. Thema Schulnot. In Brandenburg ist das so. In der 1. und 2. Klasse gibt es jetzt gar keine Schulbenotung mehr. In der 3. und 4. Klasse gibt es ab 2021 keine Noten mehr. Das ist auch ein Auftrag, den ich an die Landtagsfraktion in Hessen habe. Wir müssen dafür sorgen, dass von der 1. Klasse bis zum Abitur es Schulnoten zu geben hat. Wie soll denn das laufen im deutschlandweiten Vergleich, wenn jemand von Brandenburg nach Hessen zieht und der in der 4. Klasse gar keine Note in Mathe hat? Der verliert doch den Anschluss. Der muss nachher ein paar Klassen runtergestuft werden und somit erziehen wir uns keine Bildungsbürger, somit erziehen wir uns Teletubbies. Es gibt ja allerhand Experimente, auch in Brandenburg ist ein solches auf der Tagesordnung, da wird jetzt eine demokratische Schule eingeführt. Sie müssen sich das so vorstellen, da heißen die Lehrer nicht Lehrer, da heißen die Lernbegleiter und es wird auch demokratisch vor jeder Unterrichtsstunde mit den Schülern darüber befunden, ob denn was gelernt wird und was gelernt wird. Und ein solches Schulexperiment hat auch zu unterbleiben, weil damit geht unsere Gesellschaft den Bach runter. Damit erziehen wir uns Menschen, die nachher keine Fachkräfte werden, sondern bestenfalls Hartz-IV-Empfänger. Mit einem Dauerfeuer aus den Fernsehgeräten, aus den Mobilfunkgeräten, mit Twitter-Logik, und einer Kuschelpädagogik, und das ist auch eine der Hauptverantwortlichkeiten von den 68ern, die zu uns gekommen ist,
gleicht unser Bildungsniveau, nicht nur das von Brandenburg, sondern auch von den westlichen Bundesländern, immer mehr dem Teletubbieland. Ein Deutschland, in dem Fuck You Goethe als Kultfilm bezeichnet wird. Sie erinnern sich, dass es seit diesem Film gilt, Fuck You, gilt der Name Goethe, eines der größten deutschen Dichter, als Schimpfwort. Und wenn wir diese Filme endlich beenden könnten, würden die Schüler auch mit ihrem Abitur begreifen, dass Bismarck nicht nur was zum Fressen und Metternich nicht nur was zum Saufen ist. In der gesamten Schulzeit wird ja auch nicht mal mehr Wert auf ein gepflegtes Deutsch gelegt. Das können Sie jetzt in Brandenburg ganz gut nachempfinden. Dort lernen die Kinder ja Schreiben nach Gehör, auch so ein unsinniges Bildungsexperiment, das jetzt Brandenburg 8 Jahre lang durchgeführt hat. Und jetzt, nachdem sozusagen 8 Jahre lang die Schüler nicht mehr richtig schreiben und lesen können, meinte die Bildungsministerin, jetzt müssen wir wieder ab der 1. Klasse mit einer Fibel lernen. Solche Art von Realitätsverweigerung wird auch am 8, nach dem 28. Oktober sein Ende finden. Und auch Anglizismen sind ja in allen Schulen gang und gäbe. Die fallen auch in der Gesellschaft nur noch dann auf, wenn sie aneinandergereiht überhaupt keinen Sinn mehr ergeben und wenn von einer übergroßen Mehrheit der Bevölkerung der Werbesatz Powered by Emotion mit Kraft durch Freude übersetzt wird. Das hat alles weder mit Bildung zu tun, noch hat das im Lehrplan zu stehen. Und das ist auch die Aufgabe der AfD und es ist sehr billig. Wir reden ja ständig über Schulformen, wir reden über Bildungssysteme, niemand spricht über Inhalte. Und bevor ich der Schubkarre, also wenn ich jetzt mal die Bildung als Schubkarre bezeichne, wenn ich dieser Schubkarre 2 Räder oder 3 Räder anhänge, wenn ich die rot streiche oder schwarz streiche oder auch mit goldenen Auslagen versehe, wenn ich da nichts drin habe in der Schubkarre, dann bringt mir das Ganze, diskutiere über die Bildungspolitik überhaupt nichts. Und es ist ganz wichtig, die Lehrpläne zu ändern und wirklich tatsächlich Inhalte in die Bildung zu bringen. Warum zum Beispiel nicht mit Volksliedern, die in der Schule zu lernen sind? Das ist auch eine erste Forderung, die die AfD hat, nämlich die Schüler wieder zu fordern und zu fördern. Ich habe in meiner Zeit in den 4 Jahren Landtagserfahrung Schulklassen zur Diskussion gehabt. Und wenn mich dann 12-jährige Schüler darauf ansprechen, dass sie mal wieder mächtig lernen wollen, dann stimmt doch was in diesen Themen nicht. Wenn die mir erklären, ja, dass mit dem jahrgangsübergreifenden Lernen, das bringt überhaupt nichts und da lernen weder wir noch die Erstklässler was, also lassen sie uns doch wieder in verschiedenen Klassenstufen unterrichtet werden. Das sagen einem 12-Jährige. Und die Bildungspolitiker, die dann daneben sitzen, die sagen dazu gar nichts. Die sind begeistert von ihren Experimenten, die wollen die noch verschärfen. Wenn sie das so fortsetzen, könnte man auch über die Inklusion sprechen. Sie wissen ja, das ist so ein Leib- und Magenthema der AfD. Das, was sich dort an den Schulen widerspiegelt, ich habe ein Kind an einer Förderschule, daher kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, dieses Förderschulsystem, was wir in Deutschland haben, ist unersetzlich. Und wenn wir dazu übergehen, die zu fördernden Schüler jetzt in die staatlichen Schulen zu schicken, werden alle scheitern. Mein eigenes Kind ist jetzt in der 5. Klasse an einer Förderschule in Potsdam. Wenn die in einer staatlichen Schule unterrichtet worden wäre, sie wäre gescheitert. Und dass sich die Bildungspolitik nicht mehr damit beschäftigt, wie es allen Schülern geht, ist eine reine Katastrophe. Das bringt mich zu dem Zitat von dem tschechischen Präsidenten Seemann, der sagte, unser Land würde von Idioten regiert werden. Ich kann dieses Zitat noch ein bisschen ausbauen. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht mehr zu Idioten gebildet werden. Da haben wir aber schlussendlich auch eine Bildungselite, die den Kampf um die Köpfe, den Kampf um das Wissen wieder vorwärts bringt, die uns als Land nicht abgehängt erscheinen lassen, und uns auch im internationalen Vergleich wieder mal nach vorne bringen. Wenn wir unseren Kindern eine gute Schulbildung mit auf den Weg geben, dann beenden wir auch den totalen Krieg
gegen das Volk der Dichter und Denker, der uns von den Altparteien, von den Kartellparteien seit Jahrzehnten aufgezwungen wird. Und das ist für mich ein Hauptgrund, auch am 28. Oktober der AfD hier in Hessen die Daumen zu drücken, dass sie mit mindestens 18% im Landtag in Wiesbaden vertreten werden. Auch von mir. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Kaffee da. Ich meine, wir haben es jetzt kurz vor 6, wir können auch meistens noch 4 umsteigen, aber ich habe noch keins Gesicht gesehen. Also, hallo zusammen. Ja, Stimmung steigt langsam, das ist gut. Ja, ich freue mich, dass ich mal hier in Volkmarsen sein darf. Das ist das allererste Mal, dass ich hier bin und bin überrascht, was Sie für eine große Halle hier hingeklotzt haben. Das ist ja schon erstaunlich. Wirklich super. Ich kenne Volkmarsen eigentlich nur aus dem Radio. Ich war ja lange bei FFH und habe immer die Wetterdurchsagen auch gemacht. Von daher war mir der Name ein Begriff, aber ich habe es wirklich nie geschafft, hierher zu kommen. Nun ist es endlich soweit. Danke, dass ich hier sein darf und Sie im Wahlkampf unterstützen. Und das ja auch noch an einem wirklich besonderen Tag, heute am Tag der Deutschen Einheit. Ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiger Tag. Deswegen wurden wahrscheinlich auch zwei Ossis heute hier eingeladen, der Steffen und ich. Ich bin der Mecklenburger mit Leib und Seele, dort Landesvorsitzender auch der AfD. Und ich habe natürlich, genau wie Steffen, die Wende mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Wir waren junge Leute und haben das sehr bewusst schon erlebt, was da passiert ist und haben erlebt, wie wir tatsächlich uns die Freiheit erkämpft haben. Das war für uns ein wichtiger Meilenstein. Und ich kann Ihnen versichern, kein Ossi will die DDR zurückhaben. Und weil das so ist, gehen wir auf die Straße im Osten. Genau. Wir freuen uns sehr, dass die Einheit gekommen ist, dass die Deutschen wieder zusammengefunden haben, auch wenn es hier und da auch heute noch Probleme gibt. Klar, es wird hier gemeckert, es wird da gemeckert, aber prinzipiell können wir wirklich froh und munter sein, dass wir alle in Deutschland vereint sind. Und ich glaube, im Westen kann man sogar noch froher sein, dass sie den Osten haben, weil im Osten ist die AfD stärkste Partei. Da stehen wir aktuell bei 27% in etwa. Also es sieht schon richtig gut aus und ich gehe davon aus, dass wir im Westen auch immer stärkere Zahlen hinlegen werden. Wir sehen das in den Zahlen, dass es stärker und stärker wird. Auch jetzt haben wir schon, wenn es um die Bundestagswahl geht, 18,5%. Steffen hat es schon gesagt, wir liegen vor der SPD und die CDU nur noch ein Müh vor uns. Die kriegen wir auch noch. Und auch in Hessen macht ihr die Sache gut. Jetzt geht es ja in die heiße Phase des Wahlkampfes. Also von mir an nochmal einen Daumen hoch und kämpft weiter allen unsere Kandidaten, die heute hier sind. Das wird ein weiterer Erfolg werden und wir werden dann auch das letzte graue Fleckchen auf der Landkarte Deutschlands in ein wunderschönes AfD-Blau tauchen. Ich bin auch höchste Zeit. Ich meine, wir haben mit Hessen angefangen damals vor nunmehr 5 Jahren hat man in Hessen auch Landtagswahl, gleichzeitig mit der Bundestagswahl. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Ich war ja von Anfang an dabei. Da sind wir auch nur knapp gescheitert bei der Landtagswahl. Insofern musstet ihr jetzt am längsten warten. Aber wenn wir alle die nächsten knapp 4 Wochen auch weiterkämpfen, dann wird das ein herausragender Erfolg werden mit 15, vielleicht 18%. Vielleicht knacken wir auch die 20. Es läuft ja alles in die richtige Richtung. Es sieht wirklich gut aus und das Schönste ist ja auch, dass die anderen immer weiter uns entgegenkommen. Die CDU in Hessen unter 30%, das läuft hier. Und das ist wirklich wichtig für unser Land, das in dieser Stickigkeit der politischen Korrektheit ertrinkt im Moment. Es ist so ein unangenehmes Klima, das uns wirklich an diese DDR, die Verblichene, erinnert. Es war damals tatsächlich ähnlich. Das geht bis zu den Bezeichnungen hin. Damals waren wir eben Konterrevolutionäre, die wir uns sozusagen, die wir das System der SED-Herrscher kritisiert haben. Heute sind wir Fremdenfeinde oder Rassisten. Mit welcher Berechtigung ist mir heute noch nicht klar geworden. Nur weil man für die sicheren Grenzen in unserem Land steht, ist man natürlich kein Fremdenfeind. Das ist ein völliger Mumpitz. Das müssen wir immer wieder klar sagen. Wir sind keine Fremdenfeinde. Wir wollen einfach Sicherheit für unser Land. Es
Schwafel von Toleranz und Weltoffenheit. Ja, wer will denn nicht tolerant und weltoffen sein? Sind wir natürlich auch. Wir laden alle gerne als Gäste nach Deutschland ein, kommt zu unserer Europameisterschaft 2024, alles keine Frage. Wir reisen selber gerne durch die Welt, auch keine Frage. Wir sind der Reiseweltmeister auch als Deutsche. Das heißt aber nicht, dass wir nicht unser eigenes Land vor fremder Zuwanderung, zu viel Zuwanderung schützen wollen. Das geht einfach nicht. Wir können nicht die ganze Welt in Deutschland aufnehmen. Das müsste doch jeder normale Mensch verstehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir jetzt schon eine starke Kraft auch auf Bundesebene im höchsten Parlament haben. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland zu sein. Wir sind 92 Leute und ich weiß nicht, wer sich die Übertragung mal anschaut bei Phoenix oder direkt beim Bundestagsfernsehen. Das ist immer ein Gedicht. Das sagen mir wirklich viele, die da erleben, dass wir unsere Reden halten und dann 92 Leute da sitzen und klatschen. Das ist schon eine gewaltige Macht. Drittstärkste Kraft, Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Wir sind dort. Es ist auch wirklich wichtig, dass wir vor Ort sind. Viele sagen ja aber, Mensch, live, dass du überhaupt da sitzen kannst, da wird mir das Messer in der Tasche aufgehen. Ja, das kann man nachvollziehen. Also bei diesen Phrasen, die da gedroschen werden, es ist so. Aber dennoch muss ich sagen, dass ich dort sitzen darf und meine 91 anderen Kollegen auch, das ist wertvoller als Gold, um das so zu sagen. Wenn wir unsere eigenen Reden halten dort und in die entgeisterten Gesichter der anderen schauen, dann freue ich mich jedes Mal diebisch. Das brauchen die von morgens bis abends aufgestellt. Es ist wieder Diskussion und ich glaube, das ist auch wichtig für unser Land, dass wieder offen diskutiert wird. Das waren die anderen ja gar nicht mehr gewohnt. Im Deutschen Bundestag war ja im Grunde in vielen Fragen eine Einheitssoße vorher. Und das hat sich jetzt geändert und das ist gut so. Wir sind sozusagen diejenigen, die wieder für mehr Demokratie in Deutschland sorgen. Wir sind die AfD, die Alternative für Deutschland. Diese Diskussion. Es sind ja selbst Mitarbeiter im Bundestag, die zu uns kommen und sagen, Mensch, endlich sind wir leben in der Bude, endlich wird hier diskutiert. Und die Menschen draußen können sich wieder eine eigene Meinung machen. Sie können sich alle Argumente von links bis rechts anschauen und können hinterher sagen, wer hat die besten Argumente, wem gebe ich das nächste Mal meine Stimme. Das ist doch das Schöne an der Demokratie, so stellen wir uns das vor. So haben wir uns nach dem Fall der Mauer das vorgestellt und so wollten wir das auch haben, wie Ossis. Und so hatten wir es ja auch Anfang der 90er Jahre. Aber wir mussten leider feststellen, dass immer mehr dieser Meinungskorridor, das, was man sagen darf, im weitesten Sinne, immer mehr eingeengt wurde. Und das erleben wir doch an allen Ecken und Kanten, dass Bürger sich zu unseren Demonstrationen nicht trauen, dass sie nicht in unsere Veranstaltungen kommen, weil sie Angst haben vor sozialer Ächtung, vielleicht sogar ihren Job zu verlieren, wenn ein Foto gemacht wird und der Arbeitgeber das sieht. Das haben mir selbst Leute gesagt, die deshalb nicht zu uns kommen, die eigentlich uns auf jeden Fall wählen wollen. Immerhin, das können sie. Aber sie trauen sich nicht in unsere Veranstaltung herein. Und genau das ist der Zweck, warum diese linken Truppenteile da draußen stehen. Denn wir wissen ganz genau, die ändern nicht unsere Meinung. Aber sie wollen freie Bürger dieses Landes möglichst hindern, in unsere Veranstaltungen zu kommen. Das sind die Bundesdemokraten. Um jetzt nicht einen falschen Zungenschlag loszuwerden. Natürlich ist es auch ein gutes Recht zu demonstrieren, das ist keine Frage. Aber wir haben es zu oft erlebt bei verschiedenen Veranstaltungen, dass die uns derart auf die Pelle rücken und dass man Spalier laufen muss durch wutentbrannte, hasserfüllte Gesichter. Und wer als Normalbürger will denn so einen Gang nach Canossa sozusagen antreten? Wer will denn da Spalier laufen? Das will natürlich kein Bürgerlicher, der um seine bürgerliche Existenz praktisch dann fürchten muss. Und das schreckt natürlich viele Leute ab und genau das ist deren Plan. Und da müssen wir sagen, nein, da machen wir nicht mit. Wir sind die Partei, die wieder wählt, dass fair und offen in der Gesellschaft diskutiert wird. Uns ist jede Meinung willkommen. Wir teilen nicht diese linken Überzeugungen, die hier viele haben, hier und da von links bis CDU-links, was ja im Grunde kein großer Unterschied mehr ist. Das ist völlig okay, aber wir wollen auch unsere Meinung vortragen können, da wo es Not tut, damit wir auch unsere Argumente zur Geltung bringen können. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt in einem demokratischen Staat. Ich habe es letzte Woche erlebt im Bundestag.
da habe ich eine Rede zur Aktuellen Stunde gehalten, die wir beantragt haben. Noch einmal zum Thema Chemnitz und Maaßen. Das ist ja die letzte Krise dieser Bundesregierung seit 2 Wochen. Die kommen ja so im 2-Wochen-Takt in etwa. Die nächste dann nach den Wahlen in Bayern-Hessen ist ja schon praktisch klar, der nächste Termin. Da habe ich auch noch mal eine Rede dazu gehalten zu diesem Thema, dass es doch nicht sein kann, dass die Regierenden, dass die Altparteien generell, inklusive Teilen der Medien, sozusagen eine ganze Gruppe von Millionen von Menschen stigmatisieren, diffamieren, um sie aus dem demokratischen Diskurs auszugrenzen. Es kann eben wirklich nicht sein, dass Menschen dafür geächtet werden, nur weil sie ihre Meinung auf die Straße tragen. Und dass sie dann auch noch mit der Nazi-Keule, mit der größtmöglichen Keule erschlagen werden. Das ist erstmal ahistorisch und natürlich ist es auch eine riesengroße Schäbigkeit dieser Politiker und Medien, den Bürgern dieses Landes gegenüber. Und es ist auch ein starkes Stück, dass die Politik das auch noch verächtlich macht. Ich habe es dann hinterher im Redeprotokoll erst sehen können, dass die Frau Brandner von den Grünen dann sagte, wieso, Sie sagen doch hier ganz laut Ihre Meinung. Ja, toll. Ich bin Abgeordnete des Deutschen Bundestages, ich kann mir das erlauben. Ich bin da abgesichert, wie meine Kollegen auch, die ertragen das auch wenn dieses Gewäsch von den anderen oftmals kommt. Keine Frage. Aber was macht der normale Bürger, der seine Existenz möglicherweise verliert, wenn er sich zu weit aus dem Fenster lehnt mit seiner Meinung? Der traut sich nicht. Und das kapieren die nicht oder wollen die gar nicht kapieren. Das sind diejenigen, die nicht demokratiefähig sind. Das müssen wir mal klar benennen. Wir versuchen genau das Gegenteil, wieder mehr Freiheit zu wagen in diesem Land. Das ist nämlich dringend notwendig. Kommen wir zu den Themen, die wir im Deutschen Bundestag ansprechen. Das Freiheitsthema ist da natürlich sehr, sehr wichtig. Aber das, was uns im Moment alle sehr, sehr große Sorgen macht, ist natürlich das Thema der Migration. Wie kann es sein, dass diese Merkel-Seehofer-Nahles-Regierung seit 2015 die Grenzen unseres Landes so sperrangelweit offen lässt und es zulässt, dass hier Millionen illegal in unser Land kommen? Und Rainer Rahn hat es ja bereits angesprochen, die hier tatsächlich illegal hereinkommen, die eigentlich zum allergrößten Teil abgewiesen werden müssten nach den Dublin-Regeln. Sie lassen sie einfach ins Land spazieren und statt die Grenze zu schützen, stellen sie lieber Merkel-Poller vor den Weihnachtsmärkten auf. Das ist doch eine völlige Gaga-Politik und hat mit den Aufgaben eines Staates, nämlich für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, für innere und äußere Sicherheit, aber überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, Frau Merkel hat ja seinerzeit gesagt, als dieser große Flüchtlingsstrom über die Balkanroute kam, wir können unsere Grenzen gar nicht schützen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, eines der wohlhabendsten Nationen der Welt, sieht sich nicht in der Lage, die eigenen Grenzen zu schützen. Ich meine, am nächsten Tag hätte diese Bundeskanzlerin zurücktreten müssen. Das wäre die einzige Rede. Die Mazedonier haben es geschafft. Die haben also praktisch in Wochen haben die einen riesen Zaun gebaut. Die Ungarn haben ja auch damit angefangen und haben es geschafft, den Strom über die Balkanroute deutlich zu reduzieren. Die haben es möglich gemacht und wir als Deutschland mit 82 Millionen Einwohnern schaffen das nicht. Das ist also wirklich eine Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Aber das ist die Politik dieser Bundesregierung seit 2015 und Besserung ist bei weitem nicht in Sicht. Spurwechsel ist ja jetzt das neue Stichwort. Es ist ja nicht nur so, dass wir alle reinlassen, es ist nicht nur so, dass wir kaum jemanden abschieben, was eigentlich notwendig wäre. Es sind Hunderttausende, es sind 700.000, glaube ich, ausreisepflichtig aktuell, da gibt es auch welche, die geduldet sind, aber im Grunde müssten die alle ausreisen. Das passiert nicht. Und jetzt passiert auch noch etwas, was die CDU übrigens, das man am Rande mal wieder vor ein paar Wochen auch noch so gesehen hat als Problem, dass das den Magnet wieder noch ein bisschen mehr anschaltet. Wenn man den Asylweg jetzt also für offizielle Einwanderung nutzen kann, dann ermuntert das natürlich Hunderttausende in Afrika, die auch schon auf gepackten Koffern sitzen, sich jetzt auch auf den Weg zu machen. Das ist doch keine verantwortungsvolle Politik für unser deutsches Vaterland. Wie gesagt, die Union, Seehofer,
Seehofer und Co. haben gesagt nach Verbrochen, nee, das können wir nicht machen, das geht nicht, jetzt machen Sie es. Wir haben es ja gerade beschlossen im Koalitionsausschuss, das soll kommen, dieser Spurwechsel. Eine völlig gaga Politik, Sie ändern Ihre Politik nicht, und daran ändert auch dieser Masterplan von Herrn Seehofer nicht. Sie erinnern sich, das war die letzte, vorletzte Krise von vor 8 Wochen oder so, man kriegt es ja schon kaum mal auf die Reihe, der Masterplan von Herrn Seehofer, der zur großen Krise geführt hat, auch da ist am Ende nichts dabei rumgekommen, außer dass sie sich selbst zerfleischt haben, und das wird unsere Lage natürlich nicht ändern. Wir haben die entsprechenden Anträge natürlich schon in den Bundestag eingebracht. Das ist ja unsere Aufgabe als AfD, dem entgegenzuwirken. Wir kommen natürlich damit nicht durch, aber wir haben es zumindest geschafft, schon mal hier klare Zeichen zu setzen, für einen Grenzschutz zu predigen sozusagen, ihn zu verlangen im Deutschen Bundestag. Das wurde natürlich abgeschmettert. Familiennachzugstoppen, haben wir gesagt, wurde abgeschmettert. Gefährder abschieben wurde abgeschmettert. Alles das wurde abgeschmettert. Kann sich also keiner hier mehr sozusagen eine Unklarheit erlauben. Es müsste eigentlich jedem klar sein, wer diese Partei noch wählt, ob auf Landes- oder Bundesebene, der versündigt sich mit an der Zukunft unserer Kinder in diesem Land. In dieser Frage überhaupt keine Alternative zur AfD. Das muss man mal klar benennen. Alle anderen machen dieses Spielchen mit. Da gibt es ein paar Pseudostimmen in der Union oder hier und da mal in der FDP, die versuchen auf dieser sozusagen Reise ein bisschen mitzuspielen. Aber in Wirklichkeit machen die alles mit, was diese linke Kanzlerin in Deutschland macht. Und deswegen gibt es keine andere Möglichkeit, als die Stimme eindeutig zu erheben. Natürlich an jeder Stelle, wo man es kann, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, aber eben auch in der Wahlkabine am 28. Oktober in Hessen und natürlich auch bei der nächsten Bundestagswahl, die möglichst schnell kommen möge. Würde im Moment ja ganz gut aussehen. Also ich kann nur alle bitten darum, auch privat Werbung zu machen für unsere Sache, weil wir keine andere Möglichkeit sehen, um dieses Problem zu lösen, als wirklich noch stärker zu werden. Die AfD muss stärkste Partei nicht nur im Osten sein, sondern in ganz Deutschland. Da müssen wir hinkommen. Und am Beispiel Chemnitz haben wir doch gesehen, wie diese Politik agiert. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, nach dieser Bluttat. Ein junger Familienvater in Chemnitz ist gestorben. 2 weitere wurden schwer verletzt. Und das offensichtlich durch einen Migranten, der 2015 hier auch mal eben pfeifend über die Grenze stolziert ist, ohne dass er aufgehalten wurde. Das sind die Fakten. Und dagegen sind die Bürger zum Glück auf die Straße gegangen. Auch wir als AfD waren noch am Sonnabend, nachdem das Stadtfest dort abgebrochen wurde, für eine Stunde sehr würdevoll auf der Straße, haben praktisch eine Mahnwache gehalten, haben diese Demonstration dann beendet. Dann kam es noch zu einer größeren Demonstration. Etwa 800 Chemnitzer waren da spontan auf der Straße und ich meine, darunter haben sich auch einige Extremisten gemischt, das muss man klar benennen. Und wenn es dort zu Straftaten kam, dann muss das natürlich verfolgt werden. Da wird ja immer behauptet, wir würden das unterstützen. Das ist natürlich ein völliger Mumpitz. Die AfD steht gegen jeglichen Extremismus, gegen jegliche Gewalt und verurteilt das natürlich. Und natürlich müssen Straftaten auch, die dort passiert sind, verfolgt werden. Das ist doch wohl selbstverständlich. Aber was dann passiert ist, dass die Bundesregierung praktisch die Chemnitzer in einen Topf tut mit ein paar Extremisten. Übrigens, um das mal zur Vollständigkeit zu bringen, auch auf der anderen Seite, bei den Gegendemonstrationen, linken Gegendemonstrationen, wer ist damit marschiert? Die Antifa, der schwarze Block, ebenso Extremisten, da interessiert es keinen, nur immer auf der einen Seite der Demonstration. Das sind die Doppelstandards in diesem Land, die wir nicht länger dulden dürfen. Jeder Extremismus muss bekämpft werden. Und die normalen Chemnitzer, die ihren Unmut auf demokratische Weise Ausdruck verliehen haben, zu beschimpfen als Zusammenrottung oder von Hetzjagden zu fabulieren, das ist natürlich eine unverantwortliche Politik der Kanzlerin und das haben wir natürlich ihr sofort vorgeworfen. Und ich habe persönlich ja auch eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, woher denn die Kanzlerin diesen Begriff Hetzjagd eigentlich ableitet. Woher hat sie das genommen? Welche Quelle war da ausschlaggebend, denn wir haben ja gehört, die Generalstaatsanwaltschaft hat gesagt in Chemnitz, keine Hetzjagd. Die Polizei hat gesagt, keine Hetzjagd. Der sächsische Ministerpräsident hat gesagt, keine Hetzjagd. Frau Merkel
spricht vom Netzjahr. So. Und wie es so ist, im Bundestag, und auch dafür sind wir dort, das heißt, wir können die Regierung fragen und die Regierung muss antworten auf diese kleine Anfrage. Das habe ich getan, die Antwort kam nach einer Woche, oder waren es gerade 14 Tage, ich weiß nicht mehr ganz genau. Die Antwort kam, sie nehmen diesen Begriff her aus zahlreichen Schilderungen in sozialen Netzwerken, das ist schon mal eine sehr seriöse Quelle auf jeden Fall, und aus einem Video, aus dem bekannten Video, was wir alle kennen, von Antifa Zeckenbiss, also auch eine höchst seriöse Quelle offensichtlich schon mal, vom Namen her. Nur, wenn das einzige Video ist, dann frage ich mich, was war daran eine Hetzjagd? Es war dort eine kurze Verfolgungsszene zu sehen, die war sicherlich nicht sehr freundlich, das kann man schon sagen, das könnte man vielleicht als Übergriff oder Rügelei betrachten, das wäre durchaus möglich, aber das war doch keine Hetzjagd, also bitte sehr. Und wenn das der einzige Beweis sein soll, dann hat Frau Merkel wirklich allen Grund, sich endlich bei den Chemnitzern zu entschuldigen, es ist allerhöchste Zeit. So eine Regierung, unsere Regierung, die Bundesregierung, hat doch eine Verantwortung den Bürgern gegenüber, auch den Chemnitzern gegenüber und den Sachsen und den Ossis überhaupt, die da wieder in einen Sumpf mit irgendwelchen braunen Leuten gesteckt wurden und ja noch werden. Das ist ja jetzt die große Keule, die sie hier rausholen, gegen alle, die irgendwie abweichen von ihrer Kunterbuntwelt. Das ist wirklich unverantwortlich, so Öl ins Feuer zu gießen. Im Gegenteil, man hätte besonnen agieren müssen und sagen müssen, im Grunde, wie ich es gerade getan habe. Ja, okay, da sind Sachen passiert, von beiden Seiten der Demonstration übrigens, die nicht schön waren und die verurteilen wir und die müssen verfolgt werden. Aber es ist natürlich das gute Recht der Chemnitzer, auf die Straße zu gehen, wenn solche Taten passieren. Und es ist nicht das erste Mal gewesen in Chemnitz. Da gab es auf dem Stadtfest schon ein Jahr zuvor schwerwiegende Ausschreitungen, will ich es mal nennen. Und nun wieder, und was sollen denn die Bürger anderes tun? Die sind doch ohnmächtig, die eigene Regierung tut nichts seit 3 Jahren gegen diese Zustände. Da kann man doch nur auf die Straße zu gehen. Sie haben alles Recht dazu. Und es ist richtig so, das ist Zivilcourage, die die Chemnitzer Bürger dort gezeigt haben. Und dann war ja noch der Herr Maaßen da, der ins selbe Horn gestoßen hat. Interessanterweise, Verfassungsschutzchef hat das bestätigt, was viele andere, die ich schon aufgezählt habe, auch gesagt haben. Es gab keine Hetzjagd offensichtlich und dieses eine Video kann nicht als Beweis für eine Hetzjagd dienen. Nichts anderes hat er ja gesagt. Vielleicht hat er es ein bisschen ungeschickt formuliert. Eher wollte man das wahrscheinlich auch falsch verstehen, ganz klar. Im Übrigen war der Herr Maaßen dann ja auch in 2 Ausschüssen im Bundestag, beim Parlamentarischen Kontrollgremium und im Innenausschuss und hat dort Rede und Antwort gestanden. Und nach diesen Sitzungen, nachdem er das nochmal erklärt hat, was er gemeint hat, was ja völlig richtig ist aus unserer Sicht, völlig richtig, gab es auch überhaupt keinen Widerstand von den linken Parteien im Bundestag. Direkt nach den Veranstaltungen in diesen Ausschüssen hat man ja Pressekonferenzen gemacht vor Ort und niemand hat den Rücktritt gefordert. Erst ein paar Tage später kam plötzlich aus der SPD Frau Nahles aus der Kiste und sagte, der Mann muss weg, sofort. Aufgrund welcher Erkenntnis, die sie vorher ja eigentlich auch schon hatten, es ist mir unerklärlich. Es wollte man offensichtlich einen abschießen. Nun kann man noch darüber diskutieren, ob Frau Merkel und Frau Nahles sich da auch ergänzt haben. Denn Frau Merkel hat ja auch nicht so viel Lust auf Herrn Seehofer beispielsweise. Wie auch immer, und mit Herrn Maaßen hatte sie ja schon immer Probleme, denn Herr Maaßen war einer der wenigen offenen Kritiker, der die Grenzöffnung schon 2015 kritisiert hat. Nun können Sie sich überlegen, ob man diesen Herrn Maaßen unbedingt halten wollte im Kanzleramt oder nicht. Ich würde sagen, eher nicht. Ist aber nur eine Vermutung. Am Ende ist es dann so gekommen, wie es kommen musste, und das noch auf die idiotischste Weise, die man sich nur vorstellen kann. Da hat man also sozusagen gesagt, der Mann kann nicht im Amt bleiben, darum wird er jetzt Staatssekretär und bekommt noch ein bisschen mehr Geld. Das ist also, das kann doch kein normaler Bürger verstehen. Also bitte, wir meinen nicht, dass er abgelöst hätte werden müssen. Es gab keinen Grund dazu, der Mann hat die Wahrheit gesagt. Aber bitte, wenn man schon der Meinung ist, dass der Mann nicht tragbar war aufgrund seiner Äußerung, dann kann man ihn ja wohl nicht befördern, dann muss er wohl das Amt verlassen und in den Ruhestand versetzt werden. Also das ist eine Politik, die fernab
der Erde sozusagen ist, wie so ein Raumschiff, das dann in Berlin schwebt. Sie leben in ihrer eigenen Welt, in ihrer Parallelwelt und handeln so, wie sie handeln. Insofern kann jeder Bürger eigentlich sofort nachvollziehen, was ist das denn für ein Saftladen in Berlin? Das ist doch der letzte Beweis gewesen, dass diese Parteien, CSU, CDU, SPD und wie sie alle heißen, dieses Land in Grund und Boden regieren und das muss endlich ein Ende haben. Wir sind wirklich eine gute Truppe im Deutschen Bundestag. Wir heizen den anderen ordentlich ein. Genau das brauchen Sie auch, wenn Sie auch Ihre Politik nicht ändern. Wir merken aber an der immer kürzeren Folge an Krisensitzungen, dass Ihnen schon ein wenig Angst im Nacken sitzt, dass da möglicherweise eine neue Volkspartei im Kommen ist, die Alternative für Deutschland, die es ja im Osten schon ist, die es im Westen auf dem Wege ist, das zu werden. Und ich glaube, dass wir alle Chancen haben, die akuten Schwierigkeiten, die wir in vielen Politikfeldern haben, Migration habe ich jetzt ausführlich schon mal genannt, dass wir das zum Besseren wenden können. Es sind ja auch bei uns viele, die sagen, ist das nicht alles schon verloren? Ich glaube es nicht. Und selbst wenn es so wäre, sollten wir es wenigstens versuchen zu ändern. Ich glaube, dass es gehen kann. Und es gibt ein gutes Beispiel, dass es auch schnell gehen kann. Ich sehe diese Chance im Moment noch nicht in Deutschland. Aber ich glaube, dass ich irgendwann neue Mehrheiten finden werde. Das wird der natürliche Lauf sein, wenn wir stärker werden. Schauen wir noch nach Österreich. Was ist in Österreich passiert? Die FPÖ ist stärker und stärker geworden, bei 30% gelandet am Ende. Und in der ÖVP hat sich Widerstand geregt. Das ist ja das Pendant zur CDU in Deutschland. Und da kam ein junger, dynamischer Herr Kurz, hat dort das Zepter in die Hand genommen und hat die Politik tatsächlich verändert. Er hat gesagt, ich will mit der FPÖ regieren, das macht Sinn. Er hat das tatsächlich getan. Sie haben diese Koalition gebildet mit Christian Strache. Und sie haben tatsächlich, was ja vorher niemand gedacht hat, weil in Deutschland ist es ja mal nicht mehr üblich, dass man Wahlversprechen auch umsetzt, die Österreicher aber tun es mit Herrn Kurz und mit Herrn Strache vereint. Sie haben gerade die Migrationspolitik um 180 Grad gedreht. Sie vertreten dort jetzt Positionen der Alternative für Deutschland. Das heißt, wir können es schaffen. Eines Tages wird sich die Politik in diesem Land ändern, wenn wir als AfD stärker werden. Das müssen wir schaffen oder wird sich die Politik der anderen auch ändern. Das ist die Aufgabe. Und da fällt mir Andreas Ritzenhoff ein. Haben Sie von ihm schon mal gehört? Ist noch nicht so bekannt, wird aber bekannt werden in kurzer Zeit. Kommt aus Marburg, ein Hesse. Der Hesse will Frau Merkel herausfordern bei der Wahl zur CDU-Vorsitzenden Anfang Dezember auf den CDU-Parteitag. Das finde ich gut. Da bewegt sich was in der Union. Also wir sehen, die Zeiten sind im Wandel. Wir haben keinen Grund dazu aufzugeben, gerade wenn wir zurückschauen. 5 Jahre gibt es die AfD und was haben wir jetzt erreicht? Wir sitzen in 14 von 16 Landtagen. Es dauert keinen Monat mehr, dann sind wir in allen Landtagen auch stark in Hessen vertreten am 28. Oktober oder ab 28. Oktober. Das heißt, wir haben eine Menge geschafft. Wir sind im EU-Parlament, werden im nächsten Jahr dann auch wieder stark einziehen, damit der Steffen Königer vielleicht auch dabei sein, wie man so hört. Mal gucken. Ne? Und wir werden auch bei den Kommunalwahlen stark verankern und da weiß ich, da sind die Hessen sogar schon ein bisschen besser dran als viele andere Bundesländer. Ihr seid ja schon eine Weile kommunal aktiv, in vielen Kreistagen dabei und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis, die dürfen wir nie vergessen. Nicht nur der Bundestag ist entscheidend, der ist es auch, weil der natürlich sehr wahrgenommen wird, überall in der Presse und über die Presse, in der breiten Bevölkerung, aber die Bodenverankerung kommunal ist unheimlich wichtig, gerade für die AfD, weil dort dann quasi unsere Nachbarn in den Parlamenten, in den Gemeindevertretungen sitzen, in den Kreistagen. Und sobald wir dort überall stark vertreten sind, wird es für die alten Parteien immer schwerer werden, uns zu diffamieren und zu stigmatisieren als ganz böse Rechtsradikale. Das wird ihnen dann nicht mehr gelingen, weil jeder kennt seinen Nachbarn, seinen Freund aus dem Ort und weiß, das ist ein ganz dufter Typ, der da sitzt. Das ist ein ganz normaler Familienvater oder Familienmutter, meinetwegen.
die für uns, für die AfD, dort im Kreistag sitzt oder in der Stadtvertretung oder in der Gemeindevertretung. Und dann wird es ihnen immer schwerer fallen, uns in diese Ecke zu schieben. Das ist also für uns der letzte Schritt, um uns wirklich als Volkspartei in Deutschland zu verankern. Das dürfen wir nie unterschätzen. Wir müssen auch auf diese Linie ganz stark sein. Und dann werden wir wirklich in der Lage sein, auch die Regierungsgeschäfte auf allen Ebenen zu übernehmen. Es wächst ja jetzt langsam das Wissen heran, auch im Bundestag. Wir haben jetzt etwa 120, 130 Mitarbeiter in der Fraktion eingestellt. Ein paar kommen noch, 160 werden es am Ende sein. Das ist schon eine ganze Menge. Auch die Bundestagsabgeordneten haben ihre eigenen Mitarbeiter, die Landtagsabgeordneten haben ihre Mitarbeiter. Da wächst also sehr viel Kompetenz auch heran. Und wir werden dann in der Lage sein, unsere Konzepte auf allen Politikfeldern zu vertiefen und dann auch schlagkräftig in die nächsten Wahlen zu gehen und dann auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das müssen wir. Nur wenn wir regieren, können wir diesem Land wirklich etwas ändern. Wir müssen eines Tages und so schnell es geht und möglichst als Seniorpartner in die Regierung kommen, damit wir endlich die Geschicke dieses Landes übernehmen können. Solange bekommen wir unsere Verantwortung. Das wird entscheidend sein dafür, dass sich die Dinge in unserem Land ändern. Denn eins ist doch klar, auf vielen Feldern erleben wir den Niedergang unseres Vaterlandes. Steffen hat das Bildungswesen angesprochen. Auch hier verlieren wir immer mehr an Boden. Ein so wichtiges Thema, gerade für Deutschland. Wir haben keine Bodenschätze. Genau, das war vierte Moment gerade. Wir haben keine Bodenschätze. Wir haben immer als Deutschland davon gelebt, dass wir die klügsten Köpfe in der Welt hatten. Wenn man sich Anfang des 20. Jahrhunderts mal die Liste der Nobelpreisträger anschaut, dann sehen wir, das waren sehr, sehr viele Deutsche. Wissenschaftsliteratur zur gleichen Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde zum großen Teil auf Deutsch geschrieben und von Wissenschaftlern gelesen, weltweit. Das hatte etwas zu tun mit unserem Bildungsaufschwung, den wir ja schon im 18. Jahrhundert begonnen haben. Die Zeit der Dichter und Denker, das ist ja alles ein Ausfluss dieser Bildungsoffensive über Generationen, möchte ich mal sagen. Das war der große Fortschritt für Deutschland. Das war unser Weg nach vorne in der Geschichte. Das hat uns weit gebracht. Und das ist auch heute unser Ruf in der Welt, dass wir sozusagen die Wissenschafts-, die Bildungskulturnation Nummer eins sind. Auch die, ich sag mal, Nation der guten Infrastruktur. Bildung, Infrastruktur. Und das alles geht langsam flöten. Wir leben auf Verschleiß. Wir lassen unsere Substanz verkommen, sowohl in den Köpfen als auch auf den Straßen und Schienenwegen zum Beispiel. Oder schauen wir Flughäfen an in Berlin oder was es auch immer gibt. Das ist die Liste der Beispiele ist ja ellenlang. Das ist das, was Deutschland stark gemacht hat und das wird geschwächt. Autoindustrie wurde auch schon angesprochen. Das Thema Diesel super, eine schöne Demonstration. Der Diesel ist übrigens auch deshalb super, müsste man eigentlich mal diesen Klimaideologen mal sagen, weil der Diesel nämlich weniger CO2 ausstößt als ein Benziner. Das müsste doch eigentlich in deren Interesse sein. Also, es ist ein völliger Popanz und das markieren wir auch im Bundestag immer deutlich. Wir haben die Kompetenz. Übrigens auch ein großer Vorteil. Ein großer Vorteil unserer Partei. Denn wenn wir uns die anderen Fraktionen anschauen, wie viele Politologen sitzen dort oder Studienabbrecher, haben wir auch eine Menge. Rainer Rahn hat sie gestern alle genannt, auf unserer Veranstaltung in Kirchheim, Jürgen Eckhardt und wie sie alle heißen, davon gibt es ja viele aus dieser Richtung, die eigentlich nie fachlich im Beruf irgendwo gearbeitet haben. Und wir bringen jetzt sozusagen den Verstand der Normalbürger aus der normalen Gesellschaft endlich wieder ins Parlament. Viele Kompetenzen, gerade im Verkehrsbereich zum Beispiel, sind wir da wirklich federführend. Da kam nach der letzten Bundestagssitzung ein Kollege von der CSU zu mir, natürlich hinter vorne, einen Antrag über vor, ein schöner Antrag von euch. Da haben wir über die Messstationen gesprochen, die NOx-Messungen machen, ne? Weswegen die ja angeblich jetzt Fahrverbote brauchen. Ein völliger Irrsinn. Erstmal, diese Messergebnisse sind völlig, völlig fern der Realität. Wir sind nämlich die einzigen Doofen in Europa, die Messstation praktisch einen Meter an der Straße bauen. In Thessaloniki, das Beispiel hatte Dirk Spangel gerade im Bundestag, ist das irgendwo 30 Meter auf dem Hochhaus dann die Messstation. Da kommen natürlich andere Messwerte heraus, das ist klar. Und wir sind da so völlig bekloppt in Europa, dass wir uns sozusagen noch selber die Beine stellen. Wir brauchen erstmal genormte, objektive Messstationen, die wirklich reale Messwerte liefern. Und dann ist es hier auch schon angesprochen worden.
Was sind denn diese Messwerte? 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist eigentlich gar nichts. Im Büro haben wir 950 Mikrogramm, da müssen wir den ganzen Tag drin sitzen. Das ist ein völliger Popanz und wir alle sehen doch, dass mit den neuen Dieseln, die jetzt ja auf dem Markt schon eine Weile sind, mit dem 6D Temp heißt das Ding, ne? Dass diese modernen Filter das schon herausfiltern. Wir sehen jetzt schon, dass Jahr für Jahr diese NOx-Werte runtergehen. Es ist eben auch nicht so, wie zum Beispiel Frau Göring-Eckardt immer gerne behauptet, wir haben so schmutzige Luft. Nein, die Luft ist seit Jahrzehnten immer besser geworden in Deutschland. Das ist die Wahrheit. Und es ist keine Luft, es ist keine Luft. Und wir sehen diese Messwerte, die übrigens in den USA beispielsweise bei 100 Mikrogramm liegen, statt bei 40, kann mir keiner erklären, warum das da 100 sind und bei uns 40. Selbst wenn wir diese 40 beibehalten, müssten wir einfach nur sagen, Leute, bleibt mal locker, in 2-3 Jahren wird sich die Entwicklung fortgesetzt haben, weil wir immer mehr modernere Diesel auch fahren, wird sich die Entwicklung so fortgesetzt haben, dass wir auch diese Grenzwerte schon locker unterschreiten. Das wird passieren. Da muss man jetzt nicht diesen Popanz aufführen mit ein paar Städten, wo die Grenzwerte noch überschritten werden. Das ist ein völliger Alarmismus, der völlig kontraproduktiv ist und nur die Bürger unnötig verunsichert. Das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht und wir wollen auch nicht, dass unsere Automobilindustrie, an der viele Arbeitsplätze hängen, vor die Hunde geht. Ja, ich denke, das soll es am Beispiel gewesen sein. Ich rede bestimmt schon eine halbe Stunde, befürchte ich. Ja. Aber wir hatten gesagt, 18 Uhr machen wir da langsam Schluss. Sie können sich sicher sein, dass wir als AfD-Bundestagsfraktion gemeinsam erstens sehr stark zusammenhalten. Es wird ja auch immer behauptet, wir würden uns überall nur zerhauen und zerfetzen in dieser Partei. Wir diskutieren viel und gerne. Das machen die anderen Parteien ja nicht mehr. Ja, da wird ja immer alles durchgewunken per Ordnung der Mutti. Das machen wir nicht. Bei uns wird wirklich kontrovers diskutiert. Das ist auch gut so, weil dann finden wir den besten Weg, die beste Lösung für unsere Konzepte. Und wir werden weiter ein munterer Oppositionsführer in diesem Bundestag sein und werden die anderen in die richtige Richtung treiben. Das ist unsere Aufgabe und das machen wir für Sie, so wie das Ihre neue Landtagsfraktion am 28. Oktober hier in Essen für Sie tun wird. Herzlichen Dank. Ist nicht voll, da ist keine Frage drin. Das hat sich also mit den Fragen erübrigt. Offensichtlich waren unsere drei Redner so gut in der Lage, Ihnen alle Fragen innerhalb Ihrer Rede zu beantworten, dass wir da gar nichts mehr brauchen, machen müssen. Ich muss nur ganz kurz mein Zettel. Bevor ich jetzt zu der üblichen Danksagung komme und die Veranstaltung beenden möchte, will ich die Gelegenheit ergreifen. Ich habe eben schon mal das Plakat hingestellt, auf ein paar Veranstaltungen in der nächsten Zeit hinzuweisen. Und vor allen Dingen, was zu Beginn der Veranstaltung vielleicht nicht ganz so deutlich geworden ist, dem Landesvorstand zu danken, auf dessen Initiative diese Veranstaltung hier, wie ganz viele andere, zustande gekommen ist. Sie sehen hier auf dem Plakat hier vorne jetzt, dafür steht die AfD. Das ist ein Veranstaltungsformat. Hier diese Veranstaltung ist meines Wissens die 9. Inzwischen, die auf Idee des Landesvorstandes in ganz Hessen stattfindet. Also so, ich sag mal so ein bisschen salopp, schrotschussartig verteilt, überall in den Mittelzentren und größeren Städten findet oder fand oder wird demnächst stattfinden eine ähnliche vergleichbare Veranstaltung. Also vielen Dank dafür an die Damen und Herren vom Landesvorstand aus meiner Sicht. Ja, und außer der Veranstaltung am 13.10. in Baunatal, wo Frau von Storch und Herr Uwe Junge, die Sie letztes Jahr bei uns in Köthe schon mal hören durften, reden, haben wir natürlich auch hier in Vollenhausen noch ein paar, oder in Waldeck-Frankenberg ein paar Veranstaltungen, zu denen wir Sie recht herzlich einladen wollen. Die nächste Veranstaltung ist am 22.10. in Sachsenhausen.
Da wird Guido Weil zu uns sprechen. Und am 26.10., also zwei Tage vor der Landtagswahl, haben wir in Wetterburg eine Veranstaltung. Da wird unser Bundestagsmitglied Jan Neude, der hier auch den Kreistag hat, er wird zu uns sprechen, und ein Herr Graf. Außerdem wird es in Kürze hier in Volkmarsen noch eine Veranstaltung geben, wo wir zu der stattfindenden Volksabstimmung, die der Herr Königer eben schon, der Herr Hahn eben schon mal angedeutet hat, noch ein paar deutliche Hinweise geben wir. Ja, zum Schluss bleibt mir dann nur noch Danke zu sagen. An erster Stelle möchte ich den Rednern danken und möchte auch bitten, dass diese nochmal auf die Bühne kommen. Alle drei. Und zwar am Montag, den 8.10., findet in Melsung in der Stadthalle um 19 Uhr ein Vortrag statt. Linksextremismus, der Redner ist der Herr Bernd Canalis. Und ich bitte, da wir die mitkommen wollen können, am Montag nach Melsung in die Stadthalle 19 Uhr. Ja, schönen Dank, selbstverständlich, dass wir uns der Karte machen dürfen. Ja, es ist bei uns üblich, dass vortragende Redner hier einen kleinen Reiseproviant als Dankeschön mitkriegen, und zwar hier in Nordwalding. Für diejenigen, die hier nicht aus unserer Region kommen, wird eine hervorragende Wurst gemacht, die Aale Wurst. Und dafür habe ich für alle drei ein kleines Päckchen vorbereitet. Ja, danke zu sagen, bleibt natürlich auch übrig für die vielen Helfer, die dafür gesorgt haben, dass wir hier schön an Tischen sitzen können, auf Stühlen sitzen können, einen Kuchen und Kaffee vor uns haben konnten, was zu trinken hatten, die jetzt auch gleich noch die leidige Aufgabe haben, diese ganze Veranstaltung wieder abzubauen. Also vielen, vielen Dank für die Helfer. Ja, und danken möchte ich Ihnen, den Zuhörern auch natürlich, weil Sie zu einer kleinen Minderheit gehören, die den Mut haben, durch dieses Trillerpfeifen-Konzert zu gehen, die einfach hierher kommen und sagen, es ist mir egal, ob mein Nachbar oder jemand, der mich kennt, sieht, wenn ich dahin gehe, zu den bösen Rechten gehe und sich eine eigene Meinung bildet, was wir für Leute sind. Sie werden festgestellt haben, dass wir nicht Leute sind, die schwarze Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln anhaben. Ja, und dann ganz zum Schluss möchte ich natürlich auch Danke sagen an die Polizei. Also wir haben am Freitag hatten wir ein Kooperationsgespräch, und für Waldeck-Frankenberger Verhältnisse hat die Polizei eine Mannschaftsstärke hier zur Verfügung gestellt, die eigentlich unüblich groß ist. Ich darf da noch eine kleine Anekdote berichten. Wir hatten hier im Mai einen Parteitag gehabt in Volkmarsen in der Halle nebenan. Da bin ich von verschiedenen Kollegen angesprochen worden, wo denn die Antifa wäre. Es war also während dieses ganzen Wochenendes nicht ein einziger Mensch aufgetaucht und hat irgendwelche Plakate hochgeholt, geschrien oder getrillert. Und da haben wir gedacht, diesmal müssen wir das ein bisschen anders machen, dass wir das auch können. Und die Polizei hat dafür gesorgt, dass das alles in friedlichen Bahnen abgelaufen ist. Und dafür danke ich recht herzlich. Ja, dann sind wir am Ende unserer Wahlkampfveranstaltung angekommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ich hoffe, dass einige Wankelmütige vielleicht überlegt haben, wohin sie ihr Kreuzchen, beide Kreuzchen machen würden. Eins auf mein Konto frei und das andere auf die AfD-Landesliste.
und vielleicht sieht man sich bei einer ähnlich gelagerten Veranstaltung demnächst mal wieder. Und beim Rausgehen denken Sie vielleicht noch an die Spendenbüchse. Dankeschön und auf Wiedersehen.